Wunderschönen guten Tag zusammen zum Webinar Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Das Ganze mit dem Scalping-Spezialisten Heiko Behrendt. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute begrüßen. Ja, ich bin gespannt, was der Markt gleich macht zur Eröffnung 15:30 Uhr. Aber noch gespannter bin ich natürlich, was der Heiko daraus macht. Weil darum geht es heute. Futures Handel direkt zur Eröffnung der amerikanischen Börsen. Und deshalb will ich ihm gar nicht so viel Zeit vorweg klauen und einmal zum Risikohinweis springen. Denn gerade wenn es darum geht, Live-Handel zu machen oder sowas, es ist ganz wichtig, das Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts von dem, was der Heiko gleich zeigt, erklärt oder handelt, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig vorweg zu sagen. Sie müssen schlussendlich immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ganz wichtig vorweg, seitens FX Flat auf jeden Fall zu sagen, damit Sie an der Stelle Bescheid wissen. So, dann würde ich jetzt hingehen, Heiko, und einmal dich zum Moderator machen. Dann darfst du jetzt deinen Bildschirm auswählen. Ich sage dir dann, ob es der richtige ist. So wie es blinkt, müsste das der richtige sein. Das ist der MetaTrader. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Sehr. Gut. Dann viel Erfolg. Ich bin da, wenn was ist. Gut, danke, Florian. Ja, erstmal vielen Dank. Herzlich willkommen an alle da draußen an den Bildschirmen. Ja, wie gesagt, heute Thema Future Trading mit dem Stale Trader und FX Flat. Und ich habe mir heute gedacht, ich habe ja sonst immer einen Ausbildungsanteil dabei, aber ich habe mir gedacht, wir machen heute mal die Vorbereitung bis 15.30 Uhr, wie ich den Markt halt analysiere, das einfach gemeinsam. Und dann schauen wir mal, was dann der Markt halt so zu leisten hat oder was man so handeln kann oder könnte. Vielleicht vorweg so ein bisschen mein Bildschirmaufbau, falls der eine guckt. Es gibt hier ein externes Tool, das ist auf der ganz rechten Seite. Das hier ist einfach nur ein Trading Dome. Ist für mich immer mal interessant, weil ich, warte, ich muss mal das hier nochmal schließen, nochmal neu starten. So, das Tool hier auf der rechten Seite ist einfach nur ein Trading Dome in groß. Das, was ihr hier auch im MetaTrader, wenn ihr die Futures habt, abonniert habt, dann könnt ihr das als Volumenquelle einfügen lassen. Wer nicht weiß, wie es geht, ich mache das gleich nochmal, weil da gab es letztens auch noch eine Frage dazu. Das kann man sicherlich nochmal schnell machen, wie man das einstellt. Wenn man die Futures abonniert hat oder auch dann den CFD handelt. Also man könnte jetzt hier auch als Basiswert, ihr seht es hier oben, ich habe jetzt den Mikro-Future vom Nasdaq drin. Ihr könntet aber da auch jeden anderen Wert halt drin haben, also auch den US-Tech 100, also den CFD dazu oder US-Tech, je nachdem wie er dann heißt beim Broker. Und könnte den auch handeln und trotzdem die Level-2-Daten nutzen. Bei mir, ich habe halt ein bisschen eine höhere Markttiefe halt hier. Und von daher, wie gesagt, ist jetzt nicht elementar, aber ich habe das hier drin und habe hier noch einen Volume Profile. Das Volume Profile, was ihr hier seht, das könntet ihr euch auch abbilden lassen, wenn ihr zusätzlich das VBOC Tool habt. Also am Ende sehe ich das hier einfach nur auf einer anderen Ebene. Genau. Dadurch, dass es bei mir halt immer rattert, ich gucke da jetzt nicht wirklich drauf, aber das ist für mich irgendwie so ein bisschen so ein Gradmesser über Volatilität und so weiter, wie der Markt hier durch die Kante schwingt. Ja, deswegen, ich habe es halt immer auf, deswegen habe ich es jetzt auch hier mit offen. Dann haben wir ganz links im Bildschirm, was ist das hier? Das hier, machen wir es mal blau jetzt, hebt sich ja genug ab. Hier sind die Top-Einzelwerte vom Nasdaq, Apple, Microsoft und Amazon. Ich habe auf der, also das seht ihr jetzt nicht im Bildschirm, noch weitere Aktien noch mit drin, und zwar die, ich muss mal selber hier das verschieben, die Werte, die danach kommen, eine Google, eine Facebook und eine Nvidia, und die Tesla ist auch mit dabei. Genau. In der Mitte seht ihr dann mein hauptsächliches Arbeitsgerät oder Arbeitsfeld. Ist genau in der Mitte des Bildschirms angebracht, und da seht ihr den 1- und 5-Minuten-Chart, hier dann noch zwei EMAs. Das ist hier einmal der EMA 100 und der EMA 30. Manchmal wackelt der Markt halt genau entlang diesen EMAs, und das passt dann manchmal ganz gut, so wie auch heute hier vielleicht sich Short Trades am EMA zu suchen. Also es ist nicht jeden Tag so,
Aber es gibt halt Tage, wo der Markt halt genauso wackelt, dass es halt zum EMA passt. Und dann ist das halt eine gute Möglichkeit, da drin halt zu handeln. Genau, oder mit dem Indikator einfach mitzuhandeln. Ja. Dann habt ihr hier noch beide Charts drin über das X-Frame-Tool. Über das X-Frame-Tool. Dort könnt ihr einstellen, wie viele Kerzen ihr seht. Ich habe einen 1-Minuten-Chart in Schwarz-Weiß und braun dahinter ist der 5-Minuten-Chart. Wenn ich auf den 5-Minuten-Chart gehe, dann wechselt er auf den Stunden-Chart dahinter. Also das heißt, ich habe immer zwei Zeiteinheiten in einer drinne und kann das mir hier dann entsprechend dann angucken. Genau, dann, was gibt es noch? Dann gibt es hier unten noch den Skype-Agent, der ist bei mir meistens ausgeschaltet. Ich hatte den. Ich kann ihn vielleicht nachher, aber das mache ich dann nicht im CFD. Im CFD habe ich hier kein Demo-Handel, um das zu zeigen. Aber wenn ich ihn manchmal nutze, kam in letzter Zeit wieder relativ selten vor. Hier kann ich dem Teil einfach sagen, wenn wir das sehen, dass die erste Kerze eine Impulskerze ist, oder also für mich jetzt im 5-Minuten-Chart, dann nutze ich das gerne und sage hier mit dem nächsten Bar bitte kauf oder verkauf und dann übernimmt das der Skype-Agent, der kann schneller klicken, als ich klicken kann. Und dann kann ich darüber hier auch noch Teilpositionen. Das hier unten nutze ich dann alles gar nicht. Geht nur für den Entry und Exit. Ja, und kann dem halt sagen, einfach mit der nächsten Kerze eröffne Position oder schließe eine Position. Als Beispiel, jetzt kam ja gerade 14:30 Zahlen. Und wenn man der Meinung ist, man will genau um 14:30 Short gehen, dann sagt man, hätte man ein paar Sekunden oder eine Minute davor. Ja, oder 10 Sekunden davor gesagt, bitte drücke Verkauf mit der nächsten oder eröffne eine Short-Position mit der nächsten Kerze, die eröffnet wird. Ich weiß jetzt nicht, wo der Filter denn gewesen wäre. Ist ja auch, wahrscheinlich geht das hier so schnell, da kann es sein, dass man da nicht genau reinkommt. Aber manchmal ist es halt ganz schön, wenn der Markt losrennt und man hat dann genau den Trade halt drin. Genau. So, rechts haben wir dann noch die größeren Zeiteinheiten. Hier der Stundenchart hier oben und darunter der 15-Minuten-Chart, seht ihr hier, so ein bisschen einfach für den groben Überblick, wo sind wir. Genau. Gut, jetzt sehen wir hier, dass der Markt hier runtergelaufen ist. Genau. Ja. Vielleicht nachher ist es noch interessant, wird man sehen. Ganz rechts nochmal der Blick darauf geschwenkt. Ich habe alles, was oberhalb von 10 Kontrakten ist, ist dann so markiert und das zeigt mir dann so gewisse Unterstützungswiderstandszonen. Und ihr seht das aber auch jetzt hier. Hier war gerade eine größere Order da, 40 Kontrakte. Ich halte mal das Bild hier an. Wir machen es mal so. Zack. So. Ja. Das heißt, ihr seht. Ja, ihr seht diese Level 2 Order hier, also eine Limit-Kauf-Order, 43 Kontrakte, darf man jetzt nicht erschrecken, klingt vielleicht für den einen oder anderen viel, ist aber im Nasdaq nicht viel, ist eigentlich nichts. Genau die gleiche Order sieht man auch hier. Ja, und von daher, wie gesagt, ist rein nur Optik. Ja, am Ende an der CME, ja, da wo die Orders herkommen oder der Flow herkommt, ist alles gleich. Das heißt, auf der rechten Seite ist sogar ein anderer Datenfeed hinterlegt wie auf der linken Seite, also im MetaTrader drin ist ein anderer Datenfeed-Provider hinterlegt, aber trotzdem zeigen sie das Gleiche halt an. Ja, und das gilt es halt einfach zu schauen, dass man hier und da halt oder dass es einfach ein und dieselbe, der ein oder derselbe Flow ist. Ab und zu kann es mal so ganz kleine Unstimmigkeiten geben, wenn manchmal der Markt nicht ganz so schnell umswitcht. Dann müsste man hier mal gucken, aber hier passt es eigentlich von hier oben aus 7, 7, 14, 9. Ja, hier steht eine 10 und hier steht eine 6. So, das ist jetzt hier so der Unterschied. So. Ne, 9, obwohl 9, 10, 9, 6. Ne, passt doch. 6. Ja, passt sogar 5. Hier unten ist eine, hier ist eine 10, hier ist keine 10. Aber das kann halt sein, dass das halt genau in der Millisekunde dann sich ändert. Aber das ist jetzt auch nicht so weiter dramatisch. Genau. Gut, jetzt hier 66 Kontrakte, die seht ihr auch hier. So. Was ich halt jetzt hier nicht sehe, weil ich keinen Footprint-Chart habe, aber das sehe ich dann hier auf der rechten Seite, kann ich mir da halt noch anzeigen lassen, ob die Order dann halt wirklich gehandelt wurde. Also das sehe ich dann hier ganz rechts die ausgeführten Orders. Ja. Also das heißt, hier waren gerade 60 Kontrakte und die wurden hier auch gekauft. Da seht ihr das 61 Kontrakte auf der. Ja, und das, ihr habt gesehen, das ist jetzt für die Liquidität hier in dem Markt eigentlich relativ wenig. 60 Kontrakte, die werden halt.
Einfach so mal schnell gehandelt. Gut, das mal so zu meinem Bildschirm aufbaut, damit ihr da einen Überblick halt habt. Und wir machen mal von oben runter für heute mal, ich mache mal jetzt den X-Frame aus und wir gehen mal von oben runter, wie ich so den Markt analysiere. Man kann das in einem Chart machen, mehreren Charts machen. Wichtig ist halt, dass man sich vielleicht eine gewisse Analogie oder Systematik reinholt, dass halt gewisse Sachen halt immer gleich aussehen. Also bei mir alles, was blau ist, sind charttechnische Unterstützungswiderstandszonen. Alles, was rot ist, sind Tagestiefs. Alles, was grün ist, sind Tageshochs oder Wochenhochs, etwas dicker, sind halt auch entweder auch mal ein Wochentief oder ein Wochenhoch oder Jahrestief kann man sich dann vielleicht dann nochmal extra markieren. Gut, wir fangen mal oben an im Tageschart. Und ich schiebe mal das Bild hier ein bisschen zusammen. So. Gut, was ist der Status quo im Tageschart? Im Tageschart sehen wir, dass wir hier ein Jahrestief hatten, das letzte Jahrestief bis dato. Von dem Jahrestief aus ging es ja deutlich nach oben. Der Markt hat hier sogar auch die letzten lokalen Hochpunkte rausgeholt und ist nun letzte Woche und vor allem hier am Freitag dann beginnend dann deutlich gefallen im Sinne des Trendes, also Bewegung, Korrektur und Abwärtsbewegung. In dieser Abwärtsbewegung hängt der Nasdaq DAX, wollte ich schon sagen. Der Nasdaq aktuell weiter drinne. Wir sind dem Tagestief und damit auch dem aktuellen Jahrestief von gestern halt relativ nahe. Ich selber habe gestern auch mal auf mir darauf spekuliert, dass der Markt durch das Jahrestief stärker durchfällt, aber wurde da ausgestoppt. Zwar jetzt hier nicht in dem MetaTrader-Account, aber in einem anderen Account. Und ja, hatte da einen Stop-Loss halt zu verzeichnen gehabt. Genau, also wir stehen jetzt relativ weit unten zur Eröffnung. Was könnten wir hier aus dem Tageschart analysieren? Aus dem Tageschart heraus wäre für mich, wenn der Markt innerhalb der Lunte, damit ich ziehe das Bild mal nochmal ein bisschen höher hier, so, weil ich meine, das ist jetzt erstmal das nächstliegende oder naheliegendste. Also wenn der Markt in dieser Lunte hier drinne oder drinne ist, besteht immer die Möglichkeit, dass wir diese Lunte, diese Erholung wieder weghandeln. Und dass vielleicht heute der heutige Tageschart am Ende vielleicht so aussehen könnte, dass der Markt hier so im Trend einfach weiterfällt. Ne? Das wäre dann so. Es kann halt auch passieren, dass wir unter das Tief fallen, so wie es gestern halt auch passiert ist. Ups, dass wir unter das Tief fallen und dann wieder steigen und damit halt wieder eine Lunte ausbilden. Also hier am Jahrestief schaue ich, ob denn, mal gucken, ob man das sehen oder erkennen kann, ob da wirklich Druck reinkommt oder ob der Markt hier unten eher unter dem Tief wieder Käufer findet, also hier unter dem letzten Tief bei 10.767,25 im Future. Ja, der US Tech, also der CFD, könnte vielleicht manchmal unter ein paar Punkte woanders stehen. Genau, also da werden wir mal gucken, wie handelt der Markt das und da wird es dann für mich hier wichtig werden, zu erkennen, wie dann im Orderflow, ja, also hier diese Limit Orders, die auf der rechten Seite stehen, wie die halt beackert werden. Also wie werden diese 50 Kontrakte, die hier drinnen stehen, gehandelt? Werden sie gut gehandelt? Werden sie reagiert der Markt dort? Werden sie einfach durchgehandelt? Und es ist einfach hohes Verkaufsvolumen halt da. Ja, also auf sowas werde ich dann, wenn der Markt mal da unten ist, dann halt achten. Ja, wie gesagt, 50 Kontrakte ist jetzt nicht viel im Nasdaq. Gut, also das halt die aus dem Tageschart heraus ist der Trend weiter intakt. Sollten wir uns oberhalb des Jahrestiefs von des alten Jahrestiefs hier bei 10.891 aufhalten, dann wäre für mich hier durchaus die Möglichkeit gegeben, dass der Markt versucht innerhalb der Lunte als Reaktion zurücklässt und dann versucht hier eher wieder ans Richtung Tageshoch zu steigen. Also das heißt, dass man hier drüber dann vielleicht eher sieht, okay, der Markt mag einfach nicht tiefer fallen, ist zu günstig. Die Einzelaktien fallen auch nicht stark weiter. Dann wäre das für mich hier ein Indiz, dass man hier oberhalb dieser Marke dann vielleicht auch nochmal die Long-Seite sucht in Richtung Tageshoch und dann vielleicht auch Tageshoch von gestern. Das wäre dann, dass wir dann halt hier eher darauf setzen, dass es so läuft wie das letzte Mal bei der Eindeckungsrallye, ja, dass der Markt erst runterfällt und dann deutlich steigt. Das werden wir dann sehen, aber wenn der Markt rauskommt, wie gesagt, die Inflationsdaten waren jetzt ja nun nicht so positiv, sind sogar minimal höher ausgefallen und die entsprechende Reaktion nach unten haben wir ja jetzt ja auch gerade im Markt gesehen. Mal sehen, wie die Kasse das sieht. Ja. Also vom Tageschart heraus
nehmen würde ich mir dann das Tagestief von gestern, wird ja sowieso automatisch über den Stair Trader eingezeichnet. Das Jahrestief habe ich hier mit drin mit 10.891. Wenn man hier will, kann man hier vielleicht, das könnte man sich aber auch nochmal anzeigen lassen, über den Stair Trader, also den Schlusskurs von gestern, wer den halt noch reinmachen möchte, ja, der könnte den hier auch noch. Das wären aber so denn die Marken, die ich ja drin habe. Wer will, kann hier auch nochmal dieses eine Tagestief von vorgestern noch nehmen. Dienstag vom Montag das Tagestief, das könnten wir uns hier vielleicht nochmal mit einzeichnen. Ja, wenn man sagt, okay, ist Tagestief vom Montag, das wäre nochmal auch eine Idee, dass das hier hält, Eigenschaften. Dann wird das Ganze hier rot, ist nur ein Tagestief, deswegen. So, dann gucken wir mal hier, wo das genau war. Das Low bei 76, 75. Ein bisschen größer ziehen, so. 76, 75, so. Genau, da hätten wir das ja auch vom Montag mit drin. So, da können wir hier direkt dann runtergehen in die Stunde. So, in der Stunde, da sieht das Bild relativ hässlich, muss ich sagen, aus aktuell. Wenn wir uns jetzt mal die letzten Tage hier angucken, wir könnten hier vielleicht nochmal den Trenner reinmachen, damit man sieht, was zu welchen. Wo ist das? Periodentrennung. Was zu welchem Tag gehört. Ja, dann sehen wir den. So. Dann sehen wir hier den schwachen. Das ist der schwache Freitag mit den NFP-Zahlen. Dann der Montag, Gegenbewegung und auch wieder schwach. Bis zum Abend wieder ein bisschen Eindeckung. Dann der Dienstag runtergefallen vorbörslich bei den Amis, einmal hoch, einmal runter und viel stärker vom Tief aus, also hier von dem neuen, also unter dem Jahrestief, hier wirklich starke Erholung über das Hoch drüber und auch wieder mit den News gestern von der Bank of England wieder komplett runtergehauen, das Ding und wieder neues Tagestief. Also das sind halt Verläufe, die hasse ich eigentlich wie die Pest. Also, weil der Markt fällt hier unter das Tief und steigt, geht über das Hoch, was davor liegt, drüber und fällt. Fällt unter das Tief, ja, und steigt. Sind halt schon so Trades, ich mag das halt nicht, weil man natürlich hier immer auf Kontra gepolt sein muss, also immer dabei sein muss, das Tief zu kaufen, was, wenn wir halt wirklich in einem Abwärtstrend sind, eher hinderlich ist, das so zu handeln. Problem oder warum es mir gestern halt auch nicht gefallen hat, war, weil wir ja unter dem Jahrestief waren. Wir hatten halt hier die Reaktion gesehen unter dem Jahrestief. Das ist ja für mich okay. Dann hier in der Vorbörse die Reaktion und dann im börslichen Handel sind wir genau an das Tief vom Vortag drangelaufen. Dort sind wir, das kann man nachher nochmal sehen, wenn wir tiefer gehen, nach unten weggelaufen und ich habe dann gedacht, okay, jetzt kracht das Ding halt runter. Ja, aber dem war halt nicht so. Ja. Und dann über dem Hoch halt auch noch das vorbörsliche Hoch hier auch nochmal rausgenommen. Hauptsache man noch, macht noch ein neues Tageshoch und dann fällt man. Also, wie gesagt, ich mag solche Verläufe nicht ganz so, aber gut, muss man halt mit leben. Heute, wie sieht es heute aus? Aktuell bis jetzt handelt der Markt auf Stundenebene innerhalb der großen Stunde hier. Da drinnen hat es bis jetzt nicht über das Hoch der Stunde geschafft. Was habe ich mir jetzt für Linien hier rausgezogen? Ich habe mir aktuell nur die Linien rausgezogen und zwar den Kerzenkörper. Also die Linie ist hier der Kerzenkörper der Stunde. Sind Eröffnungskurs, ist hier ein Schlusskurs gewesen. Deswegen passt das hier für mich ganz gut. Ja, also Stunden, Ende und Anfang auf dieser Höhe. Wir sehen, bis dahin war das hier das Hoch im Nasdaq gewesen. Auf der Unterseite habe ich jetzt hier das Stundentief hierher genommen, also nicht das Tief, sondern das absolute Tief, sondern den Kerzenkörper. Die Lunte ist ein bisschen tiefer. Und dann habe ich hier noch das Tief aus der nächtlichen Vorbörse noch mit hergenommen. Wie gesagt, den Schlusskurs kann man sich auch mit reinzeichnen. Müsste man jetzt mal gucken, wie der Stair Trader das hier selber einzeichnet. Kann man sich ja auch einzeichnen lassen. Genau. Gut, von daher, ja, sieht das Ganze eher, wie kann man das Bild zusammenfassen? Also das Bild ist tendenziell abwärts gerichtet.
mit aber einer Stabilisierungstendenz, wo man halt, wenn man es so wie es gestern sieht, halt eher an den Tiefs schauen sollte, ob der Markt halt steigt. Problem dabei ist, wenn dieser Trend sich halt fortsetzt, wird der Markt vielleicht an solchen Sachen reagieren und dann aber weiter durchfallen. Da muss man jetzt überlegen, sucht man jetzt hier oben die Shorts, also hier in dem oberen Bereich die Shorts oder hier in dem unteren Bereich die Longs, so wenn man jetzt ja antizyklischer Trader halt ist, irgendwie hier unten so. Ja, das wäre halt so die Idee. Vielleicht im Stundenchart könnte man hier nochmal auch dieses Tief nochmal hernehmen, das gestrige Abendtief. Also ja, bevor dem Tagestief das Tief, so das machen wir hier auch nochmal blau. Genau. So, ja. Fazit wäre hier aus der Stundenebene, also der Abwärtstrend, zu schauen, wie verhält er sich hier unten in diesen blauen, also bei 10.834 bis 10.788 sehen wir dort Unterstützung oder vielleicht auch dorthin zu handeln, ja, solange der Markt halt hier weiter fällt. Problem ist, wenn ich jetzt hier unten halt auf Stundenebene den Short gedanklich halt handle, ja, also hier in diesem Bereich oder hier in dem Bereich, muss ich halt meinen Stop theoretisch darüber lassen, aber ich kann im Skype Trading für mich lasse ich hier keine irgendwie 100 Punkte Stop oder mehr als 100 Punkte sind das ja. Ja, 120, 130 Punkte Stop ist mir einfach too much. Ja. So, und von daher, und dann ist jetzt die Frage, der Trade hier unten macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn der Markt halt so klassisch durchfällt. Sonst macht der Markt, der Trade hier unten gar keinen Sinn, weil wenn es so läuft wie in der Nacht, dass der Markt von hier aus bis nur bis dahin fällt und dann so steigt, ja, dann macht das eher Sinn, schon auch die antizyklische Seite zu handeln. Also wir werden mal sehen, wie die Kasse heute hier reinkommt. Vielleicht sieht es ja auch so aus wie gestern, dass der Markt halt nur einen langen Dip macht. Und dann er versucht hier nochmal zu steigen. Gut, von der Stunde aus kann man dann runtergehen in den 5-Minuten-Chart. Oder für mich ist auch nochmal in den 15-Minuten-Chart, um das noch ein bisschen kleingliedriger zu sehen hier das Ganze. Aber da bleibt das Bild eigentlich das gleiche. Also man sieht ja schon recht gut, dass wir hier oben den Widerstandsbereich haben bei der 74. Ja, wir hatten hier sogar einen kleinen Aufwärtstrend, wenn man so möchte, der mit den Zahlen gebrochen wurde. Ja, kann man hier vielleicht so ranlegen, so. Der hier gebrochen wurde. Jetzt hier gucken, wie der Unterstützungsbereich für mich hält, also das Overnight-Tief, wie der Bereich halt hält. Und wenn der nicht hält, dann schauen, ob die börslichen Tiefs halten, also die beiden, die hier im Börsenhandel gemacht wurden. So würde ich es jetzt schauen, das Ganze. Ja. Und dass der Markt halt hier eher seitwärts läuft, das signalisiert einen dann auch so ein bisschen dann die kleinen Durchschnitte, die hier noch Vollgas nach unten waren. Und hier jetzt anfangen horizontal zu laufen und der kurze kleidende Durchschnitt jetzt sogar hier anfängt zu steigen deutlicher. Ja, und das signalisiert dann schon, dass entweder hier vielleicht auch Unterstützung herkommen kann oder wenn auch noch der rote deutlich anfängt zu steigen, dass wir hier dann schon auch so langsam vielleicht auch fertig haben nach unten. Ja. Werden wir dann mal sehen. Genau. Gut, das ist der 15-Minuten-Chart, dann gehen wir runter in den 5-Minuten-Chart. Und ja, da lässt sich jetzt vielleicht jetzt hier unten nochmal schauen, dass man sich dann auch durchaus Preisbereiche einzeichnet und sagen kann, okay, alles, was hier unten ist, das ist für mich hier Unterstützungsbereich, dass man das halt hernimmt und sagt, okay, das ist hier Unterstützung. Ich mache das jetzt mal grau, weil es sonst nachher mit den Farben drüber halt hässlich ausschaut. Ja, das ist hier mal Unterstützungsbereich. Wie breit der Bereich jetzt ist, das kann man, das, da müsst ihr mal schauen. Also wenn ich den jetzt so zeichne, dann habe ich gedanklich, damit ihr das seht oder visualisieren könnt, habe ich jetzt das Tief hier hergenommen und das Tief, das ergibt den Unterstützungsbereich. Das war hier nochmal und hier ist der Markt da reingelaufen und hat jetzt hier dieses Tief hier angelaufen. So, dann wäre das der Unterstützungsbereich halt für mich. Wenn wir jetzt sagen, das ist aber hier alles Vorbörse, ja, das Ganze hier ist ja alles Vorbörse bis zur Eröffnung jetzt. Dann, oder das ist ja absolut in der Nacht, ja, dann kann es halt sein, dass dieses gar keine Beachtung findet. Und dann wären ja diese, wenn man hier sagt, okay, die börslichen Tiefs, die der Markt halt gestern gemacht hat, die würde ich mir dann hier anschauen, hier unten. Und wir sehen auch, dass hier unten sehr viele Lunden sind. Also bedeutet, der Markt hat immer nur dort reingestochen. In diesen Bereichen und was man hier auch gerne mal machen kann, ist durchaus sich dann nur zu schauen, wo der Kerzenkörper ist. Also das tiefste
Der tiefste Schluss- und Eröffnungskurs rein nur vom Kerzenkörper wäre dann hier der Bereich, der so 1790. Genau. So. Ansonsten das Bild relativ viel hin und her. Ja, und bis jetzt halt kein Close oberhalb der oder außerhalb der Außenkerze, die wir hier nun gestern gesehen haben, ne, diese Stunde. Wer das sich visualisieren möchte, um nicht immer hin und her zu schalten, kann natürlich auch hergehen und sagen, sich die Stunde hier visualisieren, die geht dann von hier bis hier. Ne, die Stunde. Boah. Oder so ein bisschen. So, da ist er schon. So, das wäre jetzt der Kerzenkörper der Stunde. Ja. Genau. So, also das kann man sich dann auch nochmal visualisieren, wenn man das möchte. Ansonsten, ja, sehen wir seit den Zahlen um 14:30 Uhr den Markt halt leicht fallend. Im Trend auf der Unterseite, am Ende ist hier die Entscheidung zu treffen, kann der Bereich von 10.850 ganz grob hier runter irgendwo Unterstützung bieten, ja oder nein, oder versuche ich hier Short im Sinne des Trendes auf der seit dem Widerstand hier, ja, also von hier oben aus, versuche ich jetzt hier im Trend Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur zu handeln im Sinne des Trends und handle das im Sinne dessen, dass ich überlege, die Unterstützung wird gebrochen und wir sehen hier, fallen hier in Richtung des Vortagestiefs von gestern und damit auf, in Richtung neue Jahrestiefs. Dagegen spricht halt so ein bisschen, dass der Markt halt diese Tiefs halt zweimal deutlich gekauft hat, also reagiert hat. Also heißt es zumindest für den gestrigen Handel, dass das erstmal tief genug war. Und das ist halt das, was ich halt für mich dann halt rausbekommen muss, war das jetzt tief genug, ja oder nein? Ja. Genau. So, deswegen warte ich jetzt erstmal dann auch, wir haben es hier unten gleich 15:30 Uhr, also gleich Eröffnung. Meistens, ich warte die erste 5 Minuten Kerze halt ab und dann mal sehen, ob wie dann heute das Trading hier läuft. Hier nochmal gestern auch, wie gesagt, habe ich in einem anderen Account gehandelt, jetzt hier nicht in dem. Und zwar hier nochmal mein Fehltrade, den ich gestern gemacht habe. Erinnert euch, das hier ist das bisherige Jahrestief gewesen. Der Markt hat hier drunter in der Vorbörse reagiert, also auch nach oben gestiegen halt. Und dann haben hier gestern, hat hier gestern, das ist die Eröffnung, der Markt ist hier durchgefallen, ist hier bis nach oben dran gelaufen, hat hier eine schöne Umkehrkerze hingestellt. Quatsch, halt, das war zu hoch. So durchgefallen auf ein neues Jahrestief. Hat die vorbörslichen Tiefs hier im Rücklauf genau erreicht. Und ich für meinen Teil bin dann hier short gewesen. Und dann die 5-Minuten-Kerze hier, die hat mich gestern gekillt. Diese hier. Hab dann noch das Ende der Kerze abgewartet, weil sie genau an diesem Teil geschlossen hat und gedacht, okay, vielleicht wenn die nächste runterfällt, dann ist es okay, und habe meinen Stop-Loss dann über das Hoch dieser Kerze gelegt und bin dann hier irgendwo mit dem schönen fetten, ja, verhältnismäßig fetten Stop-Loss dann halt rausgeflogen. War am Ende auch gut so. Man hat ja gesehen, der Markt ist zwar hier dann nochmal runtergekommen, das hätte mich jetzt aber auch nicht gerettet von meinem Entry aus und ist dann deutlich nach oben gestiegen. Ich habe dann weiter keine Trades da gestern gemacht. So, jetzt haben wir hier die Eröffnung. Und da warten wir hier, meistens warte ich die ersten 5 Minuten ab oder ich sehe jetzt hier, dass vielleicht direkt das gekauft wird. Ich gehe runter in den 1-Minuten-Chart und mache dann hier zusätzlich jetzt den 5-Minuten-Chart hier an und dann sieht man das ganze Bild noch ein bisschen detaillierter. Mal sehen, was die Amis sozusagen zur Eröffnung sagen. Ich klappe das Bild jetzt hier wieder ein und dann sieht man hier auch, wie die Einzelwerte jetzt hier rauskommen und ich weiß jetzt gar nicht, warum hier. Normalerweise habe ich hier überall diesen Indikator hier drin. Genau, das Bild neue Orders habe ich mir rausgezogen, um halt hier zu entscheiden auf die Schnelle, ob ich das Market If Touch draußen haben möchte oder nicht. Ja, manchmal will ich das halt auch draußen haben und dann will ich halt genau raus an einen gewissen Punkt. Ja. Und da will ich halt die Limit Pullback einfach nicht anhaben.
So, mal gucken, ob diese Unterstützung erhalten kann. Oder nicht. Also Nasdaq ist auch schon, S&P 500. Durch, also relativ schwache Öffnung hier bis jetzt. Ja, und hier oben im Stundenchart habe ich dann, sage ich mal so, die Hauptteile hier mit rausgenommen, die Hauptstriche, und ja, da bis oben rechts im Stundenchart dann auch immer noch mal zu sehen, das Ganze. Ja, ersten 3 Minuten relativ gut, Vollgas nach unten. So, ich habe einen Long Trade rein. Manchmal ist es so, dass genau der Preisbereich hier, die 20, ein gutes Level bilden, wo der Markt halt abprallt. Und es ist ja auch ein Unterstützungsbereich. Hier mal gucken, wie jetzt die nächste Minute hier läuft. Ich meine, hat er schon ordentlich Gas gegeben. Heißt jetzt nicht, dass er nicht weiter fallen kann. So, jetzt müsste man hier das Hoch der letzten Minute brechen. Also richtig kommt da nichts. Gut, also ich bin erstmal rausgegangen. Nicht mal geschafft, das Hoch der letzten Minute zu brechen. Und da warte ich jetzt einfach mal den Beginn der 9, 5 Minuten Kerze ab. Jetzt ist nach zur letzten Minute relativ nah dran. Mal gucken, ob wir es jetzt hier nochmal probieren. Ja, da hätte er sich die 1 Minute hier nochmal schenken können. So, dann sind wir wieder raus. Jetzt habe ich hier nur einen Kontrakt drin gehabt. Das hätte mal ein bisschen besser sein können hier unten. Ja, schade. Also in letzter Zeit, es gibt eine, ja, war ich vom Stop her, weiß gar nicht, vor mir mein SL. So. Ha, gut. Ich wollte es gerade sagen, und zwar gibt es einen, könnt ihr mal drauf achten, in letzter Zeit trifft es hier und da wieder relativ gut, vor allem wenn der Markt dynamisch auf gewissen Preisbereichen hinfällt. Ja, schade. Gut. Läuft jetzt bis zur 80 höchstwahrscheinlich hoch. Ach, wo war das gewesen, die 60 Punkte? Ach, schade. Naja. Gut. Also nicht gut gehandelt. Von 16, ja, wir haben mit den 20 Punkten. Also warum ich den Trade beendet habe, war, er hat es in der Minute nicht geschafft gehabt, das Hoch der vorhergehenden Minute zu brechen.
und ist nochmal Richtung tief gefallen. Das sollte so nicht passieren. Und die Gefahr besteht dann halt, dass man halt ja in diesen tieferen Bereich dann fallen. Jetzt am Ende der Minute war es dann klar, okay, haben wir gesehen, dass der Markt halt hier nach unten gefallen ist und jetzt haben wir hier das Reversal, das Heftige. Also wirklich schlecht gehandelt jetzt gerade. Einmal minus 33 Euro und einmal plus 19 waren es. Ja, aber seht ihr, wie schnell oder was das hier für eine lange 1-Minuten-Kerze ist von 60 Punkte, 1 Minute. Schade. Ärgerlich. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kommt man in das Reversal halt rein. Ob man jetzt sagen, man springt jetzt hier nochmal auf, ist halt gefährlich, wenn die 5-Minuten-Kerze wieder ein Stück zusammensackt. Genau, also es gibt ein Thema, dass man ein Thema oder eine, hier und da, wie gesagt, das ist temporär zu sehen. Wenn, also ich würde es auch nur handeln, wenn ich da irgendwie einen Unterstützungsbereich halt hatte, den hatte ich jetzt hier. Ja, wenn man da mit 20 Punkten oder 15 Punkte plus minus arbeitet, kommt man da sicherlich ganz gut hin. Und zwar 80-20. Also der Markt läuft hier Vollgas auf die 20 und rennt danach zur 80. Ja. So, und wie gesagt, manchmal ist dann so von 80 wieder bis zur 20, ja, und von der 20 vielleicht dann wieder zur 80 oder auch dann wieder runter zur 20. So. Also 80-20 gab es hier oder da, gibt es halt in letzter Zeit immer mal wieder, wo der Markt, vor allem im Future zumindest, rumdreht und komischerweise liegen nicht immer, aber ab und zu genau auf der 80 und auf der 20 größere Orderpakete. So, und weiß nicht, ob das jemand handelt, ja, aber. Oh, schade. Also hier unten der Long, ja, auf der 18, ja, 100 Punkte verpasst. So schnell geht's. Ganz schön der Run. Ich kann aber jetzt hier nicht einfach rein. Also ich tät auf der einen Seite zur Überlegung ist, mit einem CFD halt, ein CFD, ein Kontrakt reinzuspringen und zu gucken, was passiert. Naja, ärgerlich. Ja, gar nicht. Aber that's it. Schöne rumgedreht. So, jetzt mal gucken. Wir haben jetzt hier die lokalen Hochs erreicht bei 10.914. Ja, schade. Wie gesagt, wären hier zwei Kontrakte gewesen. Einer wäre rausgegangen, der andere wäre dann mitgelaufen. Das wäre ganz gut gewesen. Hätte aber nur eingeklickt erstmal. So, jetzt wäre es schön, wenn er hier nochmal kurz so ein bisschen runterkommt, vielleicht, um zu schauen, wo hier nochmal was nachkommt. Oder ob da oben einfach reinspringen ist natürlich jetzt nicht so meins. So, das war eine schöne Turnaround-Kerze von knapp 100 Punkten. So, worauf ich jetzt so ein bisschen achte, mal gucken, ob man was sehen kann. Apple sieht ja ganz gut aus. Und mal sehen, wie weit die hier zurückkommen und ob die das hier so ein bisschen vielleicht den Treiber machen. Schauen wir mal. Also wenn jetzt der Markt hier zurückkommt, kann natürlich ein Großteil der Kerze wieder weg gehandelt werden. So, ich achte jetzt im Minutenchart genau auf die 91 bis hier zu dem letzten lokalen Tief. Ja, und wie gesagt, kann auch sein, dass der Markt von dort oben aus auch wieder sehr weit runter geht. Muss man jetzt mal sehen. Falls die Minute hier so stehen bleibt mit den Außenkerzen im 1-Minuten-Chart, wäre es ganz okay.
Tja, das ist jetzt die Frage. War das nur vom Tief aus wieder so eine Eindeckungskerze, ja, oder kommt jetzt was nach? Ja? Die Kerzen hier im Stundenchart oben rechts hat jetzt wieder auf weiß gedreht. Ja, und deutet das schon an, dass das Tief hier wieder erneut gekauft wurde, so wie es halt gestern schon zweimal war. Und wie es gestern schon zweimal war und deswegen mal sehen. Also wir haben jetzt leider hier unten den Trade halt ja nicht hochziehen können. Aber gut. So, mal sehen, wie weit die Kerze jetzt runter geht. Also wir sind gespannt. So, mal sehen, ob man hier jetzt zu diesem Preis ja, wie der Markt jetzt hier reagiert, ob man den jetzt kaufen oder nicht. Hier nochmal ganz gutes Tief da angehandelt. So, ich habe jetzt hier nochmal einen Long rein. Mal sehen, ob jetzt die 5-Minuten-Kerze jetzt hier, die hat ja noch ein paar Minuten, ob die jetzt ein Stück höher gehen kann. So dass wir im 5-Minuten-Chart only jetzt den umdrehen. Und jetzt müssten wir hier am besten noch das Hoch hier brechen. Das wäre natürlich ganz cool. Noch einen zweiten Position rein. Ich denn hier oben wieder raus. Jetzt haben wir sogar Position 3 noch drinne, Tief. Position 2 raus. Jetzt, oh, shit. Oh, shit. Schöner Trailing Stop, wenn er so ein bisschen nachzieht. Sind wir hier oben links, sieht man es 114 Euro jetzt. Mal gucken. So. Mal gucken, ob wir hier das Hoch der Kerze erreichen. Ja, der Kerze ohne Docht, ohne Lunte. Wer sich daran erinnert, war ja auch mal Ausbildungsanteil. 150. So, Stop-Loss ziehe ich jetzt nach. Ich möchte jetzt nicht, dass die Kerze umdreht auf schwarz. Deswegen ziehe ich den Stop-Loss in der Minute schon so stark nach. Manchmal ist es gut, ja, weil eigentlich soll die Kerze direkt dann losfeuern. Und wenn die jetzt umdreht, das will ich einfach nicht. Klar, manchmal stoppt es mich hier ganz genau aus. Manchmal ist es auch gut, weil die Kerze am Ende dann doch Profi-Effekt ist. Wenn die jetzt oben schließt, wäre es natürlich genau das. Aber es ist halt so, dass wenn die Kerze so stark hier oben schließt und die neue startet so und fällt dann runter, dann möchte ich eigentlich gar nicht, dass der Markt dann genau das jetzt so macht. Er hat schon echt eine hohe Vola heute drinne hier. Ja, schon krass, wie hier die Levels durchgedüst werden. Also es wäre natürlich schick gewesen, die paar Punkte mehr hier oben noch zu erreichen. Kerze ohne Docht. Wäre natürlich gut gewesen, aber ihr seht jetzt, wie steil der Markt wieder runterkommt. Halleluja. Ja, also von hier unten den Trade, der war jetzt ganz gut, waren in Summe jetzt so 113 Euro.
Ja, das hier ist sogar ein Box-Setup, kein schönes, aber wäre sogar hier sogar ein kleiner Short-Trade möglich gewesen. Ja, auch hier jetzt 10 Punkte vorne. Naja. Ganz schön große Kerzen. Also 59 Punkte, also die 5-Minuten-Kerze hier 92 Punkte, die letzte 60 Punkte und die hier aktuell auch schon wieder, ja, das ist Wahnsinn. Also der wäre jetzt richtig gut gekommen, ja sogar. Also es ist für mich kein schönes Box-Setup, weil die Kerze davor, die 5-Minuten-Kerze, eine zu starke Lunte, zu starke, ja, Lunte halt hat. Ich mache mal hier den 5-Minuten-Short only an. Dann seht ihr das hier. Ja, also was die Kerze hier gemacht hat. Oh. Genau. Und deswegen wäre das jetzt kein so ein schönes Box-Setup, aber wäre durchaus möglich gewesen als Box-Setup, das zu handeln. Wie gesagt, für eine Box sollte die Kerze eher so aussehen wie davor, also eine Box halt sein, also der Kerzenkörper ohne lange Docht und Lunte. Aber das Setup, die ein oder andere kennt es ja auch, wäre hier zumindest aufgegangen. Ziel von dem Box-Setup wäre das Tief der Kerze. Dadurch, dass es aber jetzt eher so eine lange Lunte ist, müssen wir halt mal gucken, ob man das jetzt erreicht. Aber das wäre das Ziel. Wären hier auch wieder 40 Punkte zurück. Also da hätte man doppelt gemoppelt davon verdienen können. Ja. Gut, also was habe ich hier gemacht bei den Long Trade, die ich ja gehandelt habe? Also ihr versucht hier in der Kerze sozusagen, ihr seht die Struktur. Wenn ihr die Struktur ja erkennen könnt, also der Markt kam runter bis in diesen Bereich hier hinein und dann am Tief habe ich darauf gesetzt, dass die 5-Minuten-Kerze Nummer 1, das ist die lange, dass die davor halt nur zu einem Teil korrigiert wird und dann halt am Ende genauso schließt. Also auf das habe ich schon fokussiert und deswegen habe ich genau in diesem Bereich hier unten versucht, an dem alten Jahrestief dann die Long Trades einzugehen. Also hier. Und da so, irgendwo bin ich ja dabei. Genau, das war die Idee. Schöner wäre es natürlich gewesen, noch wenn der Markt halt einfach mit der 9 Minute noch ein Stück höher gegangen wäre. Aber man muss halt hier im Nasdaq zurzeit aufpassen. Wie gesagt, die Kerzen sind relativ lang und teilweise wandern die halt schon sehr stark ab. Aktuell zum Beispiel jetzt keine Idee, würde ich jetzt auch die gleitenden Durchschnitte hier aktuell jetzt nicht wirklich beachten, weil der Markt sich jetzt an diese nicht hält oder daran lang eiert. Von daher sind sie nur im Chart drinne und könnte man jetzt, solange der Markt das halt nicht macht, halt auch ausblenden. Ja. So, wenn ihr Fragen habt zum Webinar, zum Content, zu Sachen, die euch interessieren oder zu Fragen habt, dann könnt ihr mir die ruhig stellen. Gar kein Problem. Mein Stopp, weil die Frage ist, liegt immer bei minus 20 Punkte. Wie gesagt, auch hier war der Stopp. Ich habe ihn ja dann rangezogen. Ich war bei 17 Long, bei 17 oder bei 20, 22 Long gewesen und hätte den Stop hier bei 2, bei 10.800 und 2 gehabt. Also der Stop, wenn ich ihn bei minus 20 Punkten hätte, ganz klassisch gehalten sogar. Also hier unten bei dem Long. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht drauf gesetzt, weil die Kerze halt so durchgeht. Es gibt im Nasdaq so Kerzen, die genauso wie die 5-Minuten-Kerze einfach nur durchgehen und überhaupt nicht zurückkommen. Und das sah mir hier aus, wenn ihr euch das Video dann nochmal anschaut und ihr seht, welcher Druck hier drinne war, der Kerze eröffnet. Erste Minute runter, zweite Minute runter, dritte runter und dann ging es von hier aus leicht nach oben und dann aber schon wieder so runter in der Minute und dann dachte ich, wenn der jetzt hier in Richtung des Tiefs fällt und das wirklich so eine brachiale 5-Minuten-Kerze wird, dann haue ich den Trade hier raus, bin ja hier am Tief ausgestiegen. Ja, und dann macht der Markt oder kurz davor bin ich ausgestiegen und dann fällt der Markt hier noch ein Stück tiefer und dann hat die in den letzten 10 Sekunden der Minute
hat dann der Markt wieder hochgezogen. Damit sieht auf einmal gleich der Charakter anders aus. Und mit der nächsten Minute sah denn der Charakter auch aus. Und der zweite Long, den ich dann hier wieder drinne hatte, an gleicher Stelle ist ja dann nur mit ein paar Punkten plus da rausgekommen. Können wir uns ja dann am Ende nochmal anschauen. So, jetzt haben wir hier auch das Tief der 5-Minuten-Kerze davor rausgenommen und versuchen uns jetzt hier auch wieder nach oben. Jetzt wird das hier schon wieder recht hässlich. Ihr seht ja auch im 1-Minuten-Chart Haufen Dochtelunden innerhalb der Minute. Also aktuell hängt der Markt jetzt hier gerade hier oben fest in diesem Bereich hier. An der Kerze, da kommt er aktuell nicht drüber. Ja, kann sich aber auch entsprechend so auflösen. Noch mal sehen, wohin er will. Also habe ich jetzt gerade keine Idee. So. Ja, dann schreibt der David gerade noch: Danke, Heiko, für den Live-Room. Es ist echt super, deine Gedanken live zum Markt zu hören. Freut mich. So, also das sind jetzt hier, das ist eine Phase, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ihr seht aber jetzt hier auch gerade hier unten, habt ihr das gesehen, da kam immer mal ein etwas größerer langer Balken, längerer Balken. Ist er noch da? Nee. Nicht mehr so ein langer Balken hier unten, dachte ich, lag so ein bisschen. Aber ihr seht, dass zumindest hier dieser Bereich jetzt respektiert wird, also diese Linie. Was mich aber jetzt hier am meisten annervt und wo ich jetzt vorsichtig bin, ist, dass wir die Dochte und Lunden innerhalb der Minute haben. Also hier ein lange Lunte und hier ein langer Docht. Und jetzt kommen wir hier in eine Phase rein, wo der Markt nicht weiß, wo er hin will. Bedeutet, ich setze jetzt als Beispiel, ich würde jetzt davon ausgehen, kreiere mal ein Beispiel, ich gehe davon aus, dass der Markt hier nach unten fällt. Ja, da kann es halt sein, dass der nur ein Stück nach unten fällt, dann wieder hochgeht. Im 1-Minuten-Chart bleibt so eine wie die grün markierte Kerze stehen. Dann sage ich, okay, alles klar, ich switche auf Long. Ich gehe jetzt doch Long. Bedeutet, ich suche jetzt mir hier oben einen Long Trade oder hier genau einen Long Trade. Der Markt steigt auch bis dahin, bis zur 12 an. Und am Ende innerhalb der Minute fällt er doch wieder zusammen. Und wenn ich da halt nicht gut bin, nicht schnell bin, dann habe ich dort ein Problem, dass ich hier in diesem Hin und Her, wo der Markt jetzt aktuell nicht vom Fleck kommt, richtig viel verliere. Also wenn ich sowas sehe, dass ich in 2 Minuten solche Dochte und Lunten habe, bin ich erstmal auf Seitenlinie, weil da drinnen da kann euch der Markt fertig machen. Ja, und wenn ihr dann noch anfangt, eventuell rumzuzwitschen, also von Long auf Short, dann wird es die Hölle. Ja, also ich kenne, habe einige Trader gecoacht, die in solchen Ranges sich dann komplett fertig gemacht haben und das in der Marktphase, die halt gar nicht relevant ist. Also hier, ich wäre immer noch aktuell leicht long. Ja, der Rücksetzer, wie er jetzt hier läuft, ist noch okay für auch einen Long, weil wir haben bis jetzt ja vorwiegend die Konsolidierung hier auf diesem hohen Niveau. Aber was mir halt nicht gefällt, ist, dass hier, ja, es geht jetzt hier noch, aber was mir halt nicht gefällt, ist, dass wir hier so eine schwarze Kerze schon haben. Also ein schönerer Long-Trend ist eigentlich ja, dass die 5-Minuten-Kerzen, also wie gesagt, ich mache jetzt sowieso keinen Trade, aber es ist ja schöner, wenn in einem 5-Minuten-Chart die Kerzen so aussehen, also in einem Long-Trend so. Ja, und die nächste Kerze von mir aus darf ja auch fallen zwischendrin, darf auch ja hier entsprechend eine Lunte ausbilden, aber sie sollte dann doch schließen. Und was wir jetzt ja hier gesehen haben, ist mit dieser Folgekerze, dass der Markt ja sozusagen so geschlossen hat, also mit diesem Docht hier. Und das ist halt das, was mir denn schon nicht gefällt. Und jetzt hier drunter gab es jetzt hier gerade dieses Rumgeeier. So, und es kann dann immer noch mal passieren, dass bei diesem Rumgeeier das Ganze dann auch nach oben hin aufgelöst wird gegen diese rote Kerze hier. Ja, aber wenn dann der Markt da nicht will, dann kann es auch sein, dass wir den ganzen Anstieg hier als Squeeze gesehen haben und dann komplett runterkommen. Also, wie gesagt, wir achten jetzt mal auf diese Eierei hier, was hier jetzt passiert. Ja, ein paar Mal wenn man im Klein-Klein handelt mit 3 oder mit 10 Punkten oder so, kriegt man sogar in der Wohle auch seinen Trade halt raus. Also man kann ja auch so arbeiten, dass man innerhalb, das mache ich auch ab und zu, wenn ich keine richtig gute Struktur sehe und handeln möchte, dann lege ich hier ein paar Limits rein und versuche innerhalb der Wohler der 1-Minuten-Kerzen, die hier, keine Ahnung, 20 Punkte ist, einfach um mal 10 Punkte hier und da und dort zu holen. Ist dann halt nervig, wenn dann wirklich der Markt wieder richtig läuft, weil dann kann es halt sein, dass man dann halt auf der verkehrten Seite halt positioniert ist. Ja, in so einer Range. Ja, macht es aber durchaus Sinn. Gut, also hier zum Ende der 5-Minuten-Kerze auch nochmal Druck rein. Die Stunde jetzt hier hat einen langen Docht, eine lange Lunte bis jetzt. Mal sehen, wie die letzten 4 Minuten hier laufen.
Ja, und wenn wir von der Außenkerze uns jetzt ja sozusagen uns orientieren, dann muss der Markt das hier über diese Außenkerze drüber schaffen. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus vom Drive her. Mal gucken, ob was nachkommt. Und ja. Naja, so richtig gefällt es mir jetzt nicht von der Struktur halt im 5-Minuten-Chart. 15-Minuten-Chart jetzt auch. Also wir sind ja auch, wenn man so will, auch oben ja, beginnt ja auch der Widerstandsbereich. Ihr seht das ja hier. Wir sind schon relativ hoch gelaufen. Gestern ist der Markt auch sehr hoch gelaufen und dann komplett wieder abverkauft. Also mal sehen, wie er es auflöst. Ich bin unschlüssig. Hier unten habe ich ja vorne einen Long Trade gemacht. Ihr seht an der Stelle, wenn man dort jetzt den Long platziert hätte, wären wir für ein paar Punkte auch wieder mit hochgekommen. Ja, also der Markt ist hier uneins. Die Kasse, Google läuft halt konstant nach oben, Apple hier oben seitwärts, aber schaut euch die Apple an, kann ja auch sein, dass die einfach hier einen Widerstand jetzt hat, ja, vom gestrigen Handel da oben und fällt jetzt wieder komplett in sich zusammen, ja, kann ja auch passieren. Also aktuell ist es jetzt nicht so, dass die Einzelwerte den Markt jetzt wirklich stark dominieren. Ja, hier, ich mache das hierher. Hier seht ihr jetzt die anderen Werte noch. Da hat die Google ganz oben, dann darunter hier die Facebook und darunter dann die Nvidia. Und seht ihr auch, dass, ja, wenn alle so laufen würden wie Google, alle Werte, dann wäre es natürlich um einiges hübscher, weil dann wird es konstant nach oben gehen. Aber ja, wenn jetzt hier irgendwie die Werte so ein bisschen anfangen nach unten zu gehen, ja, dann wird es halt, dann bleibt halt genau dieser hässliche Dochte-Lunden-Markt im 1-Minuten-Chart und das ist halt wirklich ziemlich nervig und da muss man geduldig sein. Ja. Gut. Würdest du das Zeichentool war jetzt noch eine Frage, das nennt sich Point to Fix. Nennt sich das Zeichentool. So, hier unten haben wir wieder eine Order 125 Kontrakte auf der 75. Zack, weg waren sie. Aber könnte vielleicht eine kurze Reaktion auslösen, aber da war ich vielleicht zu langsam. Da muss man die direkt nehmen. Also die 75. Wenn wir jetzt bei 80 sind, 5 Punkte. Und wenn die Kerze oben schließt, ja gut, war zu langsam. Also da muss man direkt 75 klack und rein. Ja. Also sie wurden kurz durchgehandelt, aber die Reaktion kam eigentlich doch unmittelbar. Also das heißt, man hätte die 75 durchaus klicken können. Also ja, naja, gut. Da muss ich auf der Sekunde on the point sein. Aber die 75 hätte man, oder 75 bis 80 kann man klicken. Ja, jetzt kommt die Reaktion. Gut. Okay. Das wäre auf alle Fälle jetzt ein Trade gewesen, das wäre jetzt ein Trade gewesen, den ich aus dem Orderflow gemacht hätte. Ja. Also, ihr habt es hier gesehen, wer sich das Video dann nochmal anguckt, so schnell konnte man gar nicht gucken, aber ihr habt die 125 Kontakte auf der 75, ich habe es so kurz gezeigt. Und wenn ich das mal markiere, wo war das Level, diese Limit Order, die wurde gehandelt. Also, das heißt, jemand hat rein verkauft und jemand hat sie halt gekauft und hier ist die 75, ja, genau hier. Also wenn man hier irgendwo in einem 10 Punkte, also die Vola ist ja sowieso zurzeit so hoch, dass der Markt hier gut 10 Punkte rumeiert, hin und her, ja, und man sieht, wie wenig der Markt jetzt hier nach unten gelaufen ist, also vom Orderflow, das wäre halt ein cooler Trade gewesen. Zumindest sähe er jetzt vom CRV her ganz gut aus. Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt 75, 65, 10 Punkte, also das ist jetzt die aktuelle Chance. Also das war das Maximum jetzt im Plus. Ich sage jetzt mal 25 Punkte. Ja, also von 75 bis 100 oder bis zu 900. Das sind 25 Punkte hier. Das war voll. Ja, so 25 Punkte zu. Und das wäre jetzt das Risiko gewesen. Minus 10. Also mal minus 10 einfach. Ja, so 65. 75 wären wir ungefähr hier. Na, das wäre so das Risiko gewesen. Also wäre ein cooler Trade gewesen. Das sieht jetzt relativ gut aus. Ja. Gut, aber trotzdem, ihr seht hier oben, da will man nicht höher. Ihr seht, wie viele Dochten hier drin sind, da oben. Das ist, wie gesagt, schon ein echt hässlicher Markt gerade. Aber man hätte es hier unten durchaus greifen können. Ja.
Also jetzt nochmal die Frage vom. Eine Frage, die ich jetzt noch gerade bekommen habe. Hallo Eiko, die EMAs-Indikatoren sind diese aus dem SEO-Trader oder separat aus dem MetaTrader? Die sind separat aus dem, also einfach aus den Indikatoren, die man sowieso standardmäßig drin hat. Ja. Ja, also wir können hier nochmal bei Indikatoren reingehen. Ich hoffentlich habe ich es jetzt richtig gesagt gehabt. Also hier Thema Moving Average Eigenschaften einmal 30, genau, ist blau und 100. 100. Man kann auch andere nehmen. Ja, ich habe halt nur festgestellt, manchmal wackelt der Markt halt passend. Also wenn man jetzt überlegt, welche Indikatoren nehme ich oder welche Werte nehme ich, ist das eigentlich so gesehen schnurzpiep egal. Es gibt Tage, da wird er immer 25 oder 10 besser laufen als der 100er oder der 30er. Am Ende muss man sich einfach nur vergegenwärtigen, dass dieser gleitende Durchschnitt nur dann funktioniert, wenn der Markt in dem passenden Level dazu sich bewegt. Ja, das ist am Ende ist doch das ist das genau, dass man dann sagen kann, okay, ich sehe den Markt, ich kann den Markt nicht wirklich gut lesen gerade, aber er wackelt halt am EMA lang so und genau das ist es halt. Ja, und wenn der halt in dem Sinne an dem EMA lang wackelt, dann kann man das als Einstiegssignal nutzen. Und immer wenn es so wie heute einfach seit Eröffnung keine Relevanz hat, dann hat es halt auch keine Relevanz. So. Und dann lässt man das Ding halt weg. Ja. So. Genau. Dann noch eine Frage. Oh, jetzt kommen die ganzen Fragen hier rein. So. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier in dem Hin und Her kein Trade. Ich müsste ja Skype-Trading technisch reingehen, 10 Punkte TP setzen und dann gucken, dass ich die kriege. Ja. Auf der einen Seite bin ich drauf und dran, sowas mal zu machen, aber ich habe manchmal immer des Öfteren doch mal das Problem dann, dann sitze ich da drinnen und dann ist genau der Vorführeffekt, ja, dass man dann entsprechend hier, ja, denn plötzlich läuft dann der Markt los und dann hänge ich dann da und muss dann hier, dann wird es halt, wie sagt der Dirk, immer anstrengend. Ja. Und dann muss man halt gucken, wie man dann rauskommt. Also prinzipiell würde ich persönlich jetzt, wenn ich eigentlich handeln muss und ich hatte jetzt hier einen guten Run gehabt mit dem Trade mit über 100 Euro, muss ich jetzt auch hier in dieser Seitwärtsphase nicht mich engagieren. Das heißt, ich würde gedanklich einfach hier die Phase für mich ausblenden, also genau dieses Gedönse hier. Und solange der Markt da drinnen ist, kann mich der Markt mal haben. Ja. Genau. Und dann könnte man hier entsprechend das machen. Gut. Und wenn man handelt, ja, bevor ich auf die Frage nochmal eingehe, wenn man handelt, dann wirklich nur hier unten diesen Bereich Long suchen. Und den Bereich hier ganz extrem Short suchen, so. Und der Markt wird vielleicht mit der nächsten 15-Minuten-Kerze oder so ausbrechen, da auch so ein bisschen auf die Uhr gucken. Wenn eine Order kommt, wird der Markt halt ausbrechen, dann auch den Stop-Loss halt wirklich nehmen und sagen, okay, dann ist halt so. Und dann nicht irgendwie versuchen, dann hier darum zu machen. Ja. So. Gut, jetzt gehen wir noch auf Fragen. Da kamen gerade ganz viele, deswegen will ich die mal noch beantworten. Nicht, dass ihr hier dumm sterbt. Genau, so die MTP habe ich beantwortet. Wie immer 5 Sterne fürs Live-Trading. So, jetzt müssen wir gucken, wer jetzt Session Tool habe ich auch beantwortet. Würdest du bei Futures auch das Footprint Chart als Hilfe nehmen, um zum Beispiel zu sehen, ob Verkäufer oder Käufer schwächer werden, Delta zunimmt und so weiter? Ja, kann man machen. Ich würde es aber für den Nasdaq ist es so ein bisschen halt tricky. Der Markt ist halt, ihr seht ja, wie der Markt hier hin und her schnippt und das halt im Sekundentakt und da würde ich dann auch das schon nur mit ein bisschen Vorsicht sehen, aber das, was ihr ja nicht seht, ich zeige euch mal meinen anderen Chart, den ihr ja nicht seht. Da zum Beispiel, da habe ich den S&P 500 in einem Footprint-Chart und ab und zu sieht man da halt gewisse Sachen, wo halt Orders liegen und so weiter. Hier unten noch eine große Order. Aber das würde ich, wie gesagt, für heute ist es auch so, dass jetzt nicht wirklich eine gute Aussagekraft halt hat. Also die Aussagekraft, die man halt machen kann, ist vielleicht, dass sich alles zurzeit hier um diese 13.610 dreht, so relativ.
Aber wohin das Ganze hier auflöst, wenn man sich jetzt die Hauptvoluminas anguckt, wohin das auflöst, ist jetzt noch nicht klar. Ja, und es kann sein, dass das hier unten zu dünne war, also dass man das da auch nur reinsticht und wieder hochgeht, wieder zur 610. Es kann aber genauso sein, wie gerade auch gesehen, der Markt versucht sich hier nach oben abzusetzen und kommt dann zurück. Also da würde ich jetzt, ja, da muss man einfach entsprechend gucken. Also ich würde jetzt hier hauen ganz schöne Market Orders hier durch. Ja, das sieht man auch in letzter Zeit halt auch oft, dass der Markt so richtig so bullymäßig dann durchrammt, immer gewisse Preisbereiche, ja, wo so wenig gehandelt wird von der Kontrakt-Size her im ersten Step. Und dann guckt man halt, ob was nachkommt. Und wenn das passiert, dann hat man meistens mehrere solche Inseln. Ja. Das wird dann, wenn die Kerze richtig lang werden sollte, dann habt ihr hier eine Insel, da oben eine Insel. Ja, und wenn er, also so stelle ich mir, sehe ich das dann immer dann, also der Markt geht dann runter, ja, handelt dann so, und dann kommt der nächste Move und dann wird hier wieder ein bisschen gehandelt und dann der nächste Move und dann wird wieder gehandelt und ab und zu geht es dann von der Insel wieder auch zurück auch zu der Insel. Ja, so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Ne? Also wenn die das hier offen lassen, jetzt hier das kleine Stück, ja, muss jetzt nicht zwingend sein, aber das kleine Stück hier so offen lassen, dann kann es immer noch mal zum Ende der 5-Minuten-Kerze, sind noch 2,5 Minuten Zeit, dann auch mal wieder runtergehen. Kann da noch mal ein Push dran kommen. Ne? Und ja, 3600 ist jetzt hier noch mal eine etwas größere Order. Also ich würde, worauf ich hinaus wollte, Footprint Chart im Nasdaq ist so ein bisschen tricky, weil ich kann das mal hier ganz kurz in einen neuen Tab duplizieren und wir machen mal kurz den Nasdaq halt an. Das. Ja. Im Nasdaq hier, da sieht man jetzt ganz selten was. Also ich habe das oft genug an. Also ich für meinen Teil sehe da wirklich eher seltener was. Ne? Wenn man das jetzt hier, also ich weiß jetzt nicht, wenn man zusammenschiebt, sieht man jetzt was, sieht man nichts. Also am besten ist immer die Frage, die man sich, egal welches Tool ihr nutzt, stellen sollte, ist, habe ich einen Mehrwert plus, also irgendeiner ist ja auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, hier bei YouTube Footprint Chart, ich lerne jetzt so Footprint Chart Trading, was auch immer. Und jetzt muss man hergehen und sagen, ich schaue mir den Footprint Chart halt an, mache ein paar Einstellungen, dann überlege ich, ob mir das ganze Teil einen Mehrwert bringt. Plus, weil jemand sagt, das ist das Nonplusultra, heißt das noch nicht, dass es für euch das Nonplusultra ist. Es ist für denjenigen, der das präsentiert, das Nonplusultra. Wenn ihr aber merkt, okay, diese Informationen, ich kann sie nicht auswerten oder ich kann sie nicht greifen, ich kann sie nur in der Nachbetrachtung greifen, dann lasst das Tool halt weg. Ja, und wie gesagt, ich bin ja hier oder ich wollte schon mal ein Video auch machen, in dem ich einfach sage, man kann auch ohne den Footprint an Stellen einsteigen, die man aus dem Chart herausnimmt, die man im Footprint-Chart nicht sieht, funktioniert halt genauso. Ja. Also das halt auch hier das Thema. Was waren das hier? Das war die große Order auf der 75. Nee, die war gar nicht bei 75. Ja, hier unten gab es schon nochmal eine. Ja, hier seht ihr auch die große Order, die war auf der 75 hier da, die da gehandelt wurden. Das sind da 120 Kontrakte wurden da gehandelt. Hier wurden nochmal 200 Kontrakte gehandelt. Auf der 68 und da ging es halt diesmal durch. Also, das müsst ihr für euch rausfinden, ob das für euch einen Mehrwert darstellt, ja oder nein. Und wenn das so ist, dann ist es okay. Und wenn nicht, dann lasst das bleiben. Also im Nasdaq, ich meine, ich gucke seit 2001, sehe ich Footprint Charts und muss sagen, sie sind auch immer schlechter geworden mit der Zeit, weil die Algos immer cleverer werden. Und ja, man sieht ab und zu einfache Absorption, aber die Frage ist immer nach dem Mehrwert und dem konstanten Mehrwert. Das müsst ihr dann für euch beantworten. Das Tape im Nasdaq kann man definitiv nicht mehr nutzen. Auch die Tapes, finde ich, die Tapes auch im S&P sind für mich nicht mehr wirklich nutzbar. Ja. Und ja. Ich glaube, die Zeit, ich sage mal so, ganz klar ist, es gibt immer Situationen. Letztens gab es auch eine Situation im S&P 500, 3000 Kontrakte werden auf einen gewissen Bereich absorbiert, wo man sagt, okay, das könnte auf alle Fälle cool sein, um dort einen Trade zu machen. Wenn man dort einen Trade macht, man holt 10 Punkte damit raus, dann ist es ja alles cool. Aber das ist auch, ich meine, theoretisch komme ich auch vielleicht auch in der Charttechnik genau auch auf den ähnlichen Punkt. Und ich habe im Jahr, keine Ahnung, 2004, 5 oder so, habe ich den Euro-US-Dollar im Footprint-Chart oder mit Level 2 gehandelt. Ich bin teilweise mit 10
mit 10 Lots, teilweise mit einem Stop-Loss von 3 Pips reingegangen in den Markt und wusste oder hatte eine Trefferquote von 80% und habe halt auch, also es wurde ganz selten dieses Level 2 rausgenommen. Heute wird ja im Level 2 jede große Order rausgenommen. Und hinzu kommt ja, dass man eine große Order, also dass wahrscheinlich Leute, die jetzt seit 5 Jahren sich den S&P angucken, die werden wahrscheinlich im Leben nie eine 2.000, 3.000 Kontrakteorder auf einem Level gesehen haben. Das war früher gang und gäbe. Das hat aber was damit zu tun, dass einfach die Art und Weise, auch wie das Tape mittlerweile funktioniert, sich verändert hat über die Zeit. Ja, ich glaube, im Jahr 2008 oder so war es, oder 2012, wurde wie das Tape gesplittet wird, halt wurde erneuert. Das können wir gerne auch nochmal besprechen, wenn euch das interessiert, warum das Tape dann auch jetzt nicht mehr so sinnvoll halt ist. Also wenn euch das interessiert, dann kann ich das nochmal kurz erklären. Ansonsten, wie gesagt, ja, mir hatte das hier oben nicht gefallen. Das Hin und Her, der Markt nimmt dann doch wieder die Abwärtsseite ein. Ja, ich komme, weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hier einen Trade finden soll, bei dem Hin und Her. Ja. So. Dann schreibt der Detlef gerade noch. Wir haben eine sehr lange 5-Minuten-Kerze. Die Mitte der Kerze ist als Widerstand zu sehen. Würden Sie das auch so sagen? Oder als 5-Minuten-Chart, also als Widerstand oder Unterstützung. Ja, kann man durchaus sehen. Also man kann ja durchaus an lange Kerzen, ja, kann man durchaus mal, ich nehme jetzt mal hier die lange Kerze hier rein. Also kann man schon so sehen, dass man hier so lange Kerzen hernimmt. Und dann sagt, oh ja, gut, die Kerze hat hier 50% reagiert. Was halt hier gefehlt hat, war am Ende die Auflösung. Ne? Ich mache mal hier bei 50% einen grünen Strich rein. So. So, da hat der Markt ja auch reagiert. Die Hälfte der Kerze, habe ich es richtig gezeichnet? Ja. Was halt hier gefehlt hat, ist am Ende die Auflösung dann vielleicht nach oben. Aber prinzipiell, wenn man, prinzipiell, wenn die Kerzen nicht komplett die nachfolgende Kerze aus abverkauft wird, hat man mit sowas immer einen Vorteil, weil selbst wenn man hier sagt bei 61%, ja, und setzt den Stop-Loss hier drunter, hat man immer, wenn der Markt das wieder nach oben auflöst, in Trendrichtung, dann durchaus halt den Vorteil auf seiner Seite, ja, und kann dann entsprechend dort vielleicht auch ein paar Punkte machen. Also vom Chance-Risiko-Verhältnis hat es durchaus immer Charme. Egal jetzt wo, wenn der Markt halt warte, ich mach's nochmal. Das zeige ich nochmal kurz. Wir haben halt eine lange Kerze. So. Ja, und wenn jetzt die nächste Kerze, egal wie die nächste Kerze ausschaut, aber die nächste Kerze hat halt eine Lunte. So. Das ist egal, ob das jetzt ein 5-Minuten-Chart ist oder ein Tageschart. Wenn wir einen Fibo anlegen und sagen, okay, das ist die Hälfte und der Markt läuft bis dahin und wieder zurück, dann habe ich schon mal einen CAV von 1, weil ich habe mein SL vielleicht hier drunter. Und wenn die Kerze halt so 2/3 korrigiert, also hier runter und am Ende bis dahin läuft und dann wieder anfängt zu steigen, ja, dann habe ich immer einen guten Trade, weil rein vom, solange das Tief dieser Kerze oder auch ein Tageschart das hält. Ja, also im Tageschart würde ich genau das auch so sehen, wenn der Tageschart am Ende so ausschaut und man hat hier unten den Long Trade genommen, dann ist ja das Risiko. Und wenn die Kerze wieder gekauft wird, die lange Kerze, also ein zweites Mal gekauft wird, dann habe ich ja das als Chance. Bis zum Hoch der Kerze bin ich schon mal richtig gut dabei. Und wenn die Kerze noch viel weiter gekauft wird, ja, weil der Trend sich fortsetzt, weil es halt nochmal 3 Tage höher geht oder 15 Minuten höher geht, ja, dann habe ich doch natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis definitiv auf meiner Seite. Die Gefahr ist halt einfach nur, dass das ist halt der Gegenspieler, ja, dass diese Kerze von da oben halt komplett abverkauft wird und mich ausstoppt. Das ist halt die Gefahr. So. Aber rein statistisch gesehen, wenn der Markt in der Bewegung ist und man sagt, okay, in einer Aufwärtsbewegung suche ich halt Aufwärtstrades und ich treffe den Trade hier unten, ist das immer vorteilhafter als wenn der Markt halt dann als wenn man oben einsteigt. Ja. Genau. So, also hier tröppeln wir mal komplett runter. Ja, wie gesagt, ich habe null Idee für Short. Ich habe auch kein wirklich gutes Short-Entry. Was halt auffällt, erinnert euch, wenn ihr euch bei FX Flat mal die Videoreihe von mir anschaut, dann ist es so, da gibt es ja eine Ausbildungsreihe.
oder sonst immer vor diesem Webinar, nicht in der Ausbildungsreihe, aber vor den Webinaren war immer, warum geht er jetzt hier nicht weg? Löschen. So. War eine Reihe oder Ausbildungsanteil und da gab es einen Teil, der heißt Außenkerzen. Und wenn ihr euch anschaut, wir gehen mal, schauen uns mal kurz die Außen. Es ist, wie gesagt, jetzt nicht 100 pro Außenkerze, aber wo für mich das Ganze angefangen hat, war zumindest mit der Kerze. Der Markt hat es nicht mehr geschafft, über die Kerze drüber zu gehen. Dann gab es die Auflösung hier nach unten. Das ist eine Minute runter und zweite Minute runter. Und schaut euch die Erholung hier an. Da ist der Markt auch nicht mehr drüber gekommen. Von daher bleibt hier für mich erstmal das Short-Thema so lange intakt, solange hier neue Kerzen nicht es schaffen, diese lange 1-Minuten-Kerze hochzuholen. Ja. Man hätte das Ganze auch auf der Long-Seite auch denken können, war ja auch gut. Damit wäre, wann wäre da für mich das Thema Geschichte gewesen? Das war die letzte lange Außenkerze hier gewesen. Ja, und das Thema wäre dann für mich hier ad acta oder ist auch ad acta gelegt worden, nachdem dann der Markt auch dann irgendwo hier einen Schlusskurs dann mal darunter hatte. Damit ist das Thema dann so ziemlich durch für mich. Ja. Hier haben wir auch die Außenkerze gebrochen gehabt. Die hier, ja. Dann kommt es halt darauf an, wie genau und genau nimmt man das Ganze. Die davor hat er noch gehalten. Ja, und hier hat man den Rücksetzer auf dieses alte Hoch gehabt. Ja, und von daher passt das hier für mich alles noch. Ja, aber hier ist für mich jetzt die Tendenz eher shortlastig, solange der Markt halt jetzt hier so runtereiert. Ja. So. Rechts, das nennt sich einfach ein Dom, ist das. Ja, ein Dom. Ich hatte die Erklärung schon während der Eröffnung jetzt so gerade gemacht gehabt. So, jetzt haben wir hier genau das Tief der letzten langen 5-Minuten-Kerze angehandelt. Das wäre jetzt vielleicht nochmal eine Idee. Aber da auch, das habe ich jetzt hier nicht geklickt. Das wäre hier unten vielleicht nochmal eine Idee, zu schauen, wie kommt der Markt davon hoch. Falls derjenige, der dort angefangen hat zu kaufen, das gleiche Idee nochmal hat oder nochmal da ist, dann wäre das nochmal ein Reaktionspunkt auf der Stelle. Ja, mal sehen, ob wir hier die 5-Minuten-Kerze umdrehen können. Dann noch eine Frage vom Günther. Heiko, mit dem Grid arbeitest du nicht mehr, dass er im CFD, im Future mit dem Grid zu arbeiten und sich 5 oder 10 Kontrakte reinzuholen, das mache ich eher seltener. Aber im CFD-Bereich, wo man das noch feiner steuern kann, das Risiko, da ist das Grid durchaus immer noch ein probates Mittel. Ja. Dann noch eine Frage, wenn ich die Außenkerzen im M1 handle, muss ich dann auch auf M5, M10, M15, H1 und so weiter achten? Oh, das kommt, also ich würde es nicht machen. Es geht für mich geht es hier einfach nur darum, zu interpretieren, wie sieht der Markt. Und es gibt halt manchmal Marktphasen oder wie läuft der Markt gerade. Und er kann jetzt auch diese lange M1 Außenkerze hier neutralisieren. Das ist auch möglich. Aber es ist halt für mich irgendwie immer so ein Maßgeber, wenn ihr euch die Ausbildung da anschaut, dann seht ihr, es gibt immer mal so Situationen, wo es der Markt in einem Trend, auch wenn er jetzt hier ansteigt, es trotzdem nicht schafft, diese Kerze zu durchbrechen. Und dann ist das für mich immer nur so der Gedanke dahinter, okay, ich kann long denken, wie ich will, der Junge schafft das nicht, so eine Außenkerze zu knacken. Es ist einfach eine Orientierung auch für mich und deswegen, oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt short und jetzt mal zum Beispiel jetzt hier an der Stelle bin ich jetzt short gegangen, wo ich denke, okay, das hält hier irgendwas auch immer, ich da einzeichne oder bin hier short. Dann achte ich halt darauf, kann er das brechen? Wenn er die Außenkerze bricht und danach halt auch nicht weiter runterkommt, dann muss ich halt die Idee halt aufgeben. Aber solange das halt ist, ist es dann schon eher so eine leichte Denke, wo ich sage, okay, selbst wenn der Markt hier rangeht, es macht eigentlich Sinn, in so einem Teil den Short hier oben zu suchen. Solange das läuft, weil das Chance-Risiko-Verhältnis dann immer, wenn der Markt wieder runterkommt zum letzten Ziel, dann durchaus auf meiner Seite ist. Bis dahin, wo das Thema sein Ende findet. Was mich jetzt hier zumindest dann auf der Unterseite oder warum ich jetzt mit dem Short ein bisschen Probleme hätte, ist, wir haben ja in unserer Analyse für heute ja festgestellt, dass das hier ein Unterstützungsbereich ist. So, das heißt, ich handle jetzt hier Short gegen einen Unterstützungsbereich. Der wurde ja schon einmal auch durchlaufen. Ich mache das Bild hier mal ein bisschen breiter. So, also wir sind ja davon ausgegangen, okay,
Das hier ist unser Unterstützungsbereich. Ja, also hier, mal blau. So, also hier einmal, zweimal, dreimal, dann mit der Eröffnung einmal durchgestochen und dann steil nach oben. Und jetzt kommen wir ja wieder darauf. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt hier entsprechend Short handle, muss ich davon ausgehen, zwingend, dass wir halt eher an das letzte Tief laufen, also diesen Bereich hier nach unten verlassen. Dann kann man den Short machen. Wer das für sich so analysiert und für sich auch so handelt und davon so ausgeht, der ist mit dem Trade auch richtig. Es kann halt, die Gefahr kann halt sein, dass es halt wieder vorhalt läuft, dass der Markt halt hier reinläuft und dann wieder anfängt deutlicher zu steigen. Also wenn wir uns jetzt, wenn wir uns mal von der gesamten Chartbild, also wir wissen ja nie, ob der Trend jetzt weitergeht hier nach unten. Also klar, der kann jetzt hier weitergehen und wir können auch ja hier, wie auch gesagt, das Jahrestief jetzt treffen. Aber im Gesamten für uns als Trader ist immer die Frage nach dem Risiko. Also wenn wir jetzt ja short gehen, dann müssen wir ja darauf setzen, dass das passiert. Klar, wir spekulieren ja alle auf die Zukunft. Aber wenn wir uns jetzt das Bild aus technischer Sicht betrachten, dann ist also von wo ist mehr Platz? Dann ist von dem, was ich jetzt als Anhaltspunkt habe, nämlich aktuell nur das Tief und dann habe ich noch das Hoch und mir jetzt überlege, wo stehen wir? Dann stehen wir ja genau hier unten. Also wir stehen ja, und dann ist jetzt die Frage, wohin habe ich mehr Platz? Mehr nach unten? Mehr nach unten Platz habe ich nur, wenn ich das Tief breche. Und wo habe ich mehr Platz? Auf der Oberseite ist ja wesentlich mehr Platz. So, und von daher, wenn ich hier Short handle, muss ich davon ausgehen, dass dieser geringe Platz durchlaufen wird, ja, den ich jetzt hier noch habe, um mir mehr Platz zu erschaffen. Darauf muss ich halt setzen, dass es halt am Ende dann so läuft. Ja. Wenn der Markt halt wieder den Platz auf der Oberseite ausfüllt und wieder hernimmt, dann habe ich natürlich mit meinem Short ein Problem und es wäre eigentlich sinniger, eher Long zu handeln. Also wenn ihr euch das jetzt mal vergleicht, nach oben den Platz für Long, nach unten den Platz für Short, macht rein technisch gesehen, wenn das Bild so bleibt, wie es bleibt, der Long theoretisch mehr Sinn. Wenn der Markt natürlich seinen Trend aufnimmt, dann macht der Short logischerweise mehr Sinn. Aber das müsst ihr dann für euch dann halt entscheiden, ne? Genau. So, hier fängt so ein bisschen auch an, nach EMA zu passen. Also der Markt hier im EMA genau angetippt. Außenkerze bleibt bestehen. So, die nächste Außenkerze ist jetzt die hier für mich. Ja, also es wandert hier so ein bisschen mit nach unten. Ja, das wäre jetzt die Kerze. Und die muss er jetzt hier bringen. Ne? Also so baut sich das Bild auf. Trotz der Erholungen bleibt das Bild hier noch short. Wie gesagt, möglicherweise Unterstützung könnte ein Fakt sein, dass die hält. Jetzt haben wir sie wieder unterschritten und damit passt das. Das wäre hier sogar ein klassischer Einstieg im Trend Short gewesen. Im 1-Minuten-Chart hätte man durchaus auch handeln können. Passt auch vom Chance-Risiko-Verhältnis. Habe ich jetzt nicht gehandelt. Das ist die Chance zum Tief plus Trendfortsetzung. Das oder das Risiko dazu, ja, passt 1:1. Und hätte jetzt auch im Sinne mit unserer Außenkerze-Guckerei gepasst. Also wie gesagt, ist nur immer eine Idee zu sagen, wie lange sehe ich so minimal eigentlich eher das Bild abwärts. Lass mich vielleicht auch von Anstiegen jetzt nicht komplett irre machen. Ja. Und klar ist, wenn der Markt halt solche Sachen komplett kauft, dann irgendwann mal, dann muss er halt überlegen, ob das dann noch passt. Ja. So wie jetzt dann vielleicht oder auch nicht. Vielleicht breitet er ja auch nochmal genau dort ab. So. Dann, was ist ein Tape? Tape ist die ausgeführten Orders, die im Markt so durchlaufen. Das ist das Tape. Oder Time and Sales Liste genannt, sagt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen mehr. Können wir ja kurz gucken. Reconstructed Tape. Wir machen das mal hier vom Nasdaq hier an. Na, ich ziehe mir jetzt die Kurse aus dem MetaTrader hier mit der Software dort rein. Mal gucken, sollte eigentlich funktionieren. Da war es doch. Ein bisschen so. Und jetzt seht ihr hier, wie schnell die Orders hier durchlaufen. Also ich weiß nicht, da kann man wahrscheinlich nichts mehr draus erkennen. Na, da ist der Markt einfach zu schnell. Also ja, ich kann mal hier ich mache mal die Zahlen hier kleiner. So, machen wir hier mal auf 8. So. So, ich halte mal das Bild kurz an. Zack. So, jetzt können wir ja mal gucken, was wir hier drauf sehen, wie viel Zeit.
Ja, wir sehen jetzt von 16:25 Uhr oder 16 Uhr. Oder schaut mal hier. Ich zeige euch mal, das ist hier eine einzige Sekunde. So, jetzt halt die Frage, was kann ich aus der Sekunde lesen? Das ist eine Sekunde. So, von hier bis hier, das ist eine Sekunde. Ihr seht, in der Sekunde haben wir Käufe und Verkäufe alles innerhalb einer Sekunde und der höchste Preis in der Sekunde. Also wie gesagt, wir reden, das ist innerhalb einer Sekunde. Innerhalb einer Sekunde, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, es sind die 10.850,75. Die sind der höchste Preis und der niedrigste Preis sind die 49,50, oder? Wenn ich es richtig habe, ja. Nee, 49,25 hier. Ja. So, das heißt, wir haben 1,5 Punkte innerhalb einer Sekunde bewegt sich der Markt und wir haben Käufer und Verkäufer. Und das halt alles nur innerhalb einer Sekunde. Ja. Und da sieht man halt, da sind wir wahrscheinlich mit unserem Auge und der Aufnahmefähigkeit viel zu langsam. So. Ja. So, und deswegen für mich ist das hier nicht mehr lesbar. Die Sache war halt früher eine andere. Früher war es so, dass die Orders halt anders dargestellt worden sind. Jetzt sind wir schon mal gerade bei dem Tipp, da erkläre ich das nochmal ganz kurz. Also, ich mach's mal einfach, ich mach's nochmal auf dem weißen Blatt. Weißes Blatt Papier. Gut. Also früher war es so gewesen, der Markt, der musste ja, also man muss hier entsprechende Limit-Orders ja weghandeln, oder wir mal, bleiben mal hier so. Warte, machen wir das hier nochmal groß. So. Und jetzt holen wir uns das hier her. Da kommen wir ein bisschen Theorie, vielleicht auch ganz gut, wie gesagt, ich habe sowieso keinen Trade hier auf Lager. So, damit ein Markt halt steigen kann, das ist die Grundvoraussetzung, die man verstehen muss, muss der Markt hier durchlaufen, durch diese Orders. So, früher war es so gewesen, als das Tape vor der Umstellung war es so gewesen, wenn jetzt einer 200 Kontrakte gehandelt hat und das Market, ja, gehen wir davon aus, einer hat jetzt 200 Kontrakte Market gekauft, dann habe ich als Print im Tape gesehen 200. Und ich habe gesehen, wie viele Preise der mit einmal rausgenommen hat. So. Das heißt, hier im Tape kam dann einmal aufgeblitzt oben dann 200. 200. Heute wird es so sehen, wenn einer 200 Kontrakte Market kauft, ja, dann würden halt zwar hier nur blau stehen, aber es wird da halt, es wird die Orders werden aufgesplittet, wie sie als Limit drinne sind. Das heißt, ich kann heute eine Market Buy Order, eine große, wenn kein großes Limit drinne steht, nicht mehr erkennen. Denn es wird jetzt bei den 200 Kontrakten, wenn man das hier mal bei dem Beispiel bleibt, was wir jetzt hier im angehaltenen Bild sehen, würde in der Sekunde, wo die Kauforder durchkommt, würde hier in das Tape jetzt durchrattern, drei, mal als Beispiel, diese fünf Kontrakte hier sind noch aufgesplittet in 1, 1, 1, 1, 1, dann würde hier durchfließen, dann danach 1, 1, 1, 1, 1. Dann sagen wir mal, dann hat einer wirklich sechs Kontrakte Limit Sell, dann würde eine 6 kommen. Dann hat einer hier die Limit Order ist eine mit 5 und 2 gesplittet, dann würde er halt hier eine 5 und eine 2 bekommen. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr feststellen hier, dass das eine große Market Order ist, die von diesen fünf Kontrakten kommt. Und davor, um nochmal den Unterschied zu stellen, davor war es so, da kam dann einfach eine Market Order, 200 Kontrakte. Und dann ist es einmal gerattert und dann stand halt einfach da 200. Bums. Preis XY. Und der Preis davor wurden halt zwei Kontrakte gehandelt. Ja, und dann sieht man halt den Sprung im Preis, 5 Punkte, 200 Kontrakte. Und dann wusste man, da ist ein großer Market-Käufer, also wirklich ein echter Fisch oder ein Wal unterwegs, der gerade gekauft hat. Heute, wenn ein großer kauft, sehe ich das halt nicht mehr. Ja. Ja. Und wenn der halt da jetzt mal noch irgendwie in ein Scheibchen kauft, dann sieht man das halt auch nicht. Es ist halt viel, viel schwerer zu sehen als vor der Umstellung, weil die Limit Orders halt alle gesplittet werden. Also es wird nicht mehr die Market Order sozusagen geprintet, sondern die gesplitteten Limit Orders. Und das ist halt so das Problem, was wir halt jetzt einfach hier
im Markt halt haben. Und deswegen, es gibt mittlerweile, das nennt sich Reconstructed Tape. Das heißt, man fasst die Orders innerhalb einer Sekunde zusammen, aber es ist halt dann auch Quark, weil am Ende habe ich ja keinen Mehrwert, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich die Sekunde zusammenfasse. Ja, also auch hier wieder die Sekunde zusammenfasse. Ich habe Käufer und Verkäufer innerhalb einer Sekunde, unterschiedliche Preise. Das macht eigentlich auch, ist auch ziemlich doof. Ja. Genau. So, also hier eine deutliche Erholung von dem Tief aus, die hätte ich fast nicht greifen können. Ja, also von daher. Ja. Alarm kann man sich legen, könnte machen. Ja, aber dann sieht man den am Ende eine große Order, die gefüllt wird, seht ihr ja auch hier. Ja, also wenn ihr auch hier das drinne habt und ihr seht entsprechend, wenn da mal eine 200-Kontrakte-Order im Limit drinne ist, dann seht ihr das ja auch. Ja, wenn da ein langer Balken kommt, dann seht ihr das ja auch. Genau. Ja, und es kann halt sein, zum Beispiel, ich habe eine Berechnungsmethode und da wärst du ein Beispiel so gewesen bei der Berechnungsmethode. Wo ich ein Limit reinlege, kann es halt sein, dass ich mal als Beispiel eine Limit-Buy-Order bei 10.817 gelegt habe. So, nur mal als Beispiel. Wir legen eine Limit-Buy-Order rein, 10.817 hier, zack, so, und kaufen. Da sieht man im Footprint-Chart nichts, im Level 2 sieht man nichts, es ist halt berechnet. Oder von mir aus ist es ein Tagestief gewesen oder was auch immer. Egal, was ich jetzt habe, eine charttechnische Bewandtnis oder keine Ahnung, da läuft hier ein Bollinger Band lang, keine Ahnung was, ne? So kann man ja auch hergehen, ne? Sagen, okay, lass mal hier ein Bollinger Band hier langlaufen und so, ja, und das trifft jetzt hier genau hin, also sagt man sich, der breitet davon ab. Also ich gehe rein von der Charttechnik aus, dass der Markt von hier aus steigt. Wie weit, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus und ich habe einen Stop von 20 Punkte drin. Ja, dann bin ich halt mit dem Trade hier gut. Order Flow hin oder her. Ich bin gut, wenn ich hier unten einen Long Trade greife. Und dafür brauche ich keinen Order Flow. Ich habe keine Bestätigung über Order Flow. Ich habe kein Level 2 Order Flow. Ich habe da unten nichts. Ich habe einfach nur eine berechnete Methode, einen Indikator, vielleicht eine Stochastik, die mir anzeigt, der Markt ist überverkauft. Und ich gehe dort long und dann bin ich halt hier besser als mit dem Order Flow. Also mit einem nackten Chart komme ich an einen Punkt rein, wo ich vielleicht nicht einsteigen kann. Vielleicht interessant ist, einen Punkt zu finden, den man aus dem Chart nicht lesen kann, der dann aber dazu führt, dass es ein guter Entry war. Ihr habt das vorhin gesehen mit dieser 1875, das war hier oben dieser Bereich. Ja, klar kann ich das auch mit einem Limit Order machen, indem ich sage, das ist meine Trading Range. Wenn mir das über den Order Flow noch bestätigt wird, dann macht es halt noch umso mehr Sinn, den Long dort einzugehen. Ja. Genau. Und so kann ich halt vielleicht auch an Marken rein und rauskommen, wo ich im Orderflow nichts sehe, weil mit der recht hohen Wahrscheinlichkeit an einem Tief im Orderflow sieht man sowieso nie was. Oder eher ganz, ganz selten. Also nie gibt es ja nicht, aber jetzt wollen wir mal kurz gucken hier. Wo der. Ach, da ist er. So. Ja, und das ist halt die Frage, habe ich hier unten bei 1817, wenn ich das Bild jetzt mal kreiere, was Interessantes gesehen? Ja, nicht wirklich. Ne? Also, was sehe ich da? Da sehe ich keine Auffälligkeit. Ja, da sehe ich, okay, der Markt hat von 24 bis 12 viel gehandelt und darüber halt weniger. Aber ist das jetzt, hat das eine Aussagekraft oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, oder jetzt auch in solchen entstehenden Kerzen sehe ich da was? Oder nicht. Klar kann man jetzt sagen, oh, hier oben am Hoch über der Kerze 130 Kontrakte. Aber ich kann jetzt auch sagen, es gibt genug Kerzen, da stehen 130 dort und darüber nochmal 130, darüber nochmal 130 und der Markt fällt von dort aus halt nicht runter. Ja. Aber wenn man sowas für sich sieht und sieht, es kommt eine Reaktion rein nach unten und wir sind über das Hoch einer Kerze, kann man das schon auch einmal als Short Trade halt schon mal nutzen. Das geht auch. Ja. Ja. Ja, so als Beispiel. Da haben wir hier beide Beispiele. Hier reagiert der Markt. Nehmen wir halt das hier her. So, hier reagiert der Markt an diesem Ding nach oben. Na, was man. Warte, ich zeichne mal hier die Kreise. So. Also, hier reagiert der Markt entsprechend der Order nach oben. Hier entsprechend der Long Order nach unten. Und hier ist die Short Order auch. Und der Markt fällt durch. Also. Da wäre es jetzt auch 2 zu 1.
Mal so, mal so. Also ich kann euch das am Ende alles auseinandernehmen, aber am Ende muss man halt gucken, ob man für sich eine Methodik findet, der man halt folgen kann. Und also das Chartbild ist für mich klar, im Scalping-Modus findet man immer mal einen Punkt, wo man hier reingehen kann, aber da müsste ich schon wirklich viel rumknobeln, um dann entsprechend den Punkt hier zu finden. Hier würde ich sogar mal vielleicht gucken, vielleicht für einen Long Trade, ob das hier die 50 nochmal interessant sind. Also, wenn der Markt jetzt hier ist, jetzt 16:30 eine Stunde rum und falls er das Tief hier kauft, der 5-Minuten-Kerze, dann wäre das hier vielleicht nochmal was. Aber da hätten wir auch schon längst drin sein müssen. Ne? Da kann man jetzt nicht irgendwie dann 10, 20 Punkte warten. Was sind das jetzt hier? 13 Punkte. Mal gucken, ob ich gedanklich, ob es gedanklich passend hätte oder nicht mit der Long hier. Ja, bin ich ganz froh, dass ich den bis jetzt nicht gemacht habe. Hier rutscht einer immer mal mit so 50 und 30 Kontrakten hier so runter. Also wir sehen hier den so ein Verkäufer so ein bisschen den Druck. Erkennt man vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Aber hier sind immer mal so 30, 50 Kontrakte so, die immer mal nachgeschoben werden. Zwar gehandelt werden, und dann kommt der Markt aber immer wieder ein Stück runter. Naja. Ja, also ziemlich zerfahrenes Bild. Also ich finde das jetzt auch nicht schick. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Aussage, die ich vorhin mal getätigt habe. Ich mag es halt nicht, wenn der Markt Tiefs rausnimmt und steigt. Ja. Tief hier rausgenommen, der letzten 5-Minuten-Kerze. Ja, tief rausgenommen und gestiegen, wenn man so will. Na, gestiegen, hoch rausgenommen, der letzten 5-Minuten-Kerze. Und was macht der Markt? Und fällt. Wie gesagt, gefällt mir halt nicht. Hier ging es durch das Tief durch und ja, wirklich gut runter. Aber das gefällt mir jetzt wieder nicht. Das kann ein, ja, das Hin und Her kann einen fertig machen. Ja. Deswegen würde ich für mich jetzt von meinem Stil her dann auch, wie gesagt, ich hätte, welche Trades habe ich verpasst? Den auf der 75 und die Reaktion, das war ein verpasster Trade. Ja, das Box Setup hätte ich hier nicht wirklich gehandelt, den Short Trade hier. Und hier unten hätte es wirklich noch einen Long Trade gegeben, aber den habe ich jetzt auch nicht genommen. So, das wären jetzt zwei verpasste Trades, aber das geht für mich so in Ordnung. Mal gucken. Also die Erholung hier, die hätte ich wahrscheinlich auf 20 Punkte gehandelt und dann wäre ich eh raus gewesen. Also die lange Strecke hier nach oben hätte ich nicht mitgenommen. Also, oder spätestens hier wäre ich wahrscheinlich eh, also ja, so weit hätte ich das gar nicht gehalten. Ja. Gut, also hier kommt der Markt nicht mehr zurück in die Kerze, also in diese 5-Minuten-Kerze. Das wäre, wie gesagt, das hätte ich jetzt hier noch gehandelt. Naja. Was soll man damit anfangen? What soll man damit anfangen? Also schauen wir uns hier nochmal auch den 15-Minuten-Chart an. Der sieht eigentlich auch ziemlich grotte aus. Stunden-Chart. Klar, eine Seite muss er handeln. Jetzt hat er hier die ganze Lunte nochmal fast wieder weggehandelt. Ja, vielleicht läuft es am Ende raus, denn doch runter. Ich habe keine Idee. Ich habe da keine Idee. Ja, können wir uns nochmal hier zum Ende angucken, wie die Trades hier waren. Also hier unten der Long Trade ausgestoppt, danach der Long Trade drinne gewesen, ein paar Punkte, dann hier der aufgebaute Long Trade nach oben weg. Den haben wir hier ganz gut gehandelt. Ja, das waren die Trades hier gewesen. Also jetzt nichts Aufregendes. Mega wäre natürlich gewesen, den Long Trade im 1-Minuten-Chart zumindest mit einem Step zu trailen. Das wäre natürlich der Monster gewesen. Da wären wir
bis hier hingekommen, bis ans Ende der 5-Minuten-Kerze. Ja, aber das wäre es dann schon gewesen. Also der hier unten, der Long Trade, das wäre natürlich, war, wie gesagt, auch rein technisch der Trade, also nix Order Flow und so weiter. Ja, aber war am Ende, wie gesagt, ganz gut gewesen. Ne? Wie gesagt, den Stop-Loss hätte ich mir sparen können, aber wer hätte sogar gehalten, ne? War an der 20 bis 10, also 20 Punkte SL. Ich habe immer 20 Punkte SL drinne, selten 40 Punkte. Also klar, wenn die Kerzen sehr, sehr hoch ist, die Vola sehr hoch ist, aber ich gucke halt, dass ich mit 20 Punkte Stop-Loss halt hinkomme. Wie wäre es denn hier gewesen? Habe ich jetzt hier gar nicht geguckt, da war mein Einstieg an der 900 ganz grob. Bis zur 900, ja, da wäre ich mit einem 20-Punkte-Stop. Ich glaube, den hatte ich hier auch mal kurz weggezogen. Ja, wenn die Kerze schon 20 Punkte ist in der Minute, dann wird es schon schwer, dann braucht man schon außergewöhnlich gute Entries. Aber es ist so, dass ich lieber dreimal mit minus 20, also man muss für sich dann herausfinden, ob es gut ist, mit minus 20 auszusteigen. Ja, oder und dann lieber das öfters halt ansetzt, den Trade, weil man vielleicht dann, wenn man einmal einen Run erwischt, dann hier auch so eine Strecke hier erwischen kann. Oder ist es halt so, dass man halt dann zu oft sinnlos ausgestoppt wird und der Markt dann halt doch in die richtige Richtung läuft. Das muss man für sich halt rausfinden, für seinen Stil, wie das da persönlich dann läuft für einen. Darauf kommt es dann halt an. Wie gesagt, für mich ergeben sich, also für mich ist das hier alles Seitenlinie, ja, vielleicht klein, also man muss auch sehen, jetzt ist es immer in einem Bereich, da macht es jetzt im Mikro dann auch vielleicht keinen Sinn mehr, weil im Mikro die Kosten halt doch prozentual höher sind als im Mini-Future. Ja, im Mini-Future, wenn ich 5 Punkte scalpe, dann habe ich dort $100 verdient und zahle, keine Ahnung, 4, $5 Kosten. Ja, wenn ich jetzt hier Mikro-Future 5 Punkte scalpe, dann habe ich da 10 $10 und habe noch die Ordergebühren 1,80. Dann ist das halt auch nicht so prickelnd. Ja, also dann wegen sowas, auf sowas jetzt zu scalpen, macht jetzt dann im Mikro vielleicht dann keinen so, nicht mehr so den Sinn. Ja, das muss man dann halt auch immer für sich überlegen. Genau. Ja, wie gesagt, Strecke leicht abwärts, aber wer weiß, ob hier unten die entsprechenden Tiefs halt halten. Ja, das muss man dann halt für sich dann mal sehen jetzt gleich. Gut, dann wäre ich eigentlich soweit dann durch für heute. Wie gesagt, war soweit okay. Ein bisschen besser kann es immer sein. Aber wichtig ist ja einfach hier, dass auch, wie es ja auch eingangs gesagt wurde, soll ja auch ein bisschen Ausbildungs- und Schulung auch sein, neben auch meiner Denkweise, um einfach vielleicht zu sehen, welche Mittel nutze ich und um im Trading einen Vorteil zu haben. Und dann müsst ihr für euch überlegen und sagen, okay, ja, das Thema mit den Außenkerzen zum Beispiel, das kann ich nachvollziehen, das gefällt mir, das setze ich halt mal ein. Ihr werdet dann auch schnell merken, wo sind denn die Nachteile, nämlich vor allem, wenn dauernd Außenkerzen hin und her gehen. Ja, und dann ist immer die Frage, welche nutzt man? Da vielleicht noch einen Tipp, dann immer die letzten. Also wenn ihr jetzt sie hier habt und sagt, Mensch, ich habe jetzt auf diese grüne Außenkerze hier fokussiert, die wurde jetzt aber auch verkauft. Ja, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Markt dann wieder steigt, war ja auch meine Idee. Und er macht das nicht, dann halt auch nicht drauf versteifen. Ja? Also am Ende fängt es ja dann wieder hier oben an. Und dann ist dann für mich immer das Letzte. Ja, also da, wo es dann das Neue beginnt, das ist dann für mich dann ein bisschen relevanter. Also diese hier und diese dann hier. Ja, also ist ein bisschen relevanter dann einfach. Also das so vielleicht nochmal als Tipp dazu. Und das funktioniert halt genauso lange, wie wenn der Markt dann halt sowas dann halt durchnimmt, ja, und das dann halt rausnimmt. Aber es ist halt ein guter, also für mich ist es ein guter Ansatz. Ich mache es halt hauptsächlich im, ich gucke halt im 1-Minuten-Chart, wenn es in diesem Konzept halt läuft. Ja, am besten funktioniert es in einem Trend. Also wenn ihr wirklich einen starken Trend habt, wir können ja mal kurz hier in die PowerPoint-Präsentation gehen. Das, wie gesagt, da ist ja viel Ausbildungsthema dabei. Ja, wenn wir uns das hier angucken, da haben wir das ja schon mal auch wahrscheinlich mal gehabt. Wäre natürlich doof, wenn wir das doch nicht hatten.
Wissen wir nicht mal bei den Außenkerzen wirklich im Detail. Wir haben das hier vorwiegend mit der Impulskerze. Aber am Ende ist ja die Impulskerze dann auch eine Kerze, eine lange Kerze. Also am Ende repräsentiert sie schon so diese Außenkerzen, ja? Wenn man sich das hier anschaut. Außenkerzen. Ach ja, mal Candles ohne Docht und Lunte. Das hat man. Candles ohne Docht und Lunte. Optische Täuschung. Ja, dann muss man das vielleicht nochmal machen, ja. Fast Moving Markets und Sommerzeit. Ja, dann haben wir doch ein Thema fürs nächste Mal. Dann machen wir das nächste Mal nochmal das Thema Außenkerzen und schauen wir es ganz nochmal an. Dann bereite ich das mal fürs nächste Mal vor. Ich weiß jetzt gar nicht. Wenn ich in mein schlaues Heftchen gucke, dann treffen wir uns ja wieder am 9. November und dann machen wir mal das Thema. Ich schaue mir das mal gleich hier auch. Außenkandelt. Ich dachte, ich habe das hier bei FX Flat schon mal präsentiert. Aber vielleicht auch in einem anderen Webinar. Aber ich habe eigentlich nur Außenkerzen. Ich habe es mir aufgeschrieben, liebe Leute. So, dann. Dann noch eine Frage vom Günther. Das kann aber ja nur FXFeld selber beantworten. Der Florian kann das beantworten. Okay, ich lese einmal kurz. Hast du die Frage auch gelesen? Ja, ich lese einmal kurz. Ach so, ja, also sollte irgendwie ein Internetausfall sein oder sowas oder Sie zu Hause keinen Strom haben, irgendwas, was auch immer, können Sie mal anrufen. Wir haben 24 Stunden unter der Woche den Trading Desk hier, die können die Positionen auch im Notfall schließen. Das Ja, ich geht. denke, das war genau. Also Netzausfall, also wenn wirklich alles kaputt geht, dann wird an der Börse wahrscheinlich auch nichts mehr gehen. Also solange man noch ein Kabeltelefon hat, was man da hinschicken kann, dann müsste man die Orders noch schließen können. Also die Frage war, was passiert bei bei einem Notfall beim Datenüberseekabel, wenn das gekappt werden sollte oder es Netzausfall inklusive Telefonverkehr gibt. Ja, okay. Das schon sehr, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Also es gibt ja nicht nur ein Unterseekabel, es gibt ja viele Leitungen, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man das umrouten kann, ja. Und ansonsten ist es ja immer noch, ja, das wäre jetzt das, da weiß ich jetzt nicht, ob der Datenfeed dann umgeroutet. Ich weiß gar nicht, wie viele Kabel es das sind, aber einige, die unter dort liegen und ob man dann alle trifft, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist auf alle Fälle mal eine Möglichkeit, sollte man schon nochmal durchdenken, wenn man jetzt sieht, was so los ist. Aber ich sehe da die Relevanz aktuell relativ gering. Ja. Genau, dann noch eine einzige Frage noch zum Ende. Wendemarken anhand älterer Dojis, ja, kann man auch nutzen. Habe ich selber jetzt noch nicht so drauf geachtet, aber klar ist, so Dojis sind ja oft so ein Unter. Marken, wo halt der Markt halt verkauft wurde und gekauft wurde, deswegen entsteht ja der Docht und die Lunte. Und ja, und wenn der Markt halt in den Bereich reinkommt, wo er das halt dort reagieren möchte, ja, oder genau deswegen wieder reagiert, weil er dort schon mal reagiert hat, dann ist das sicherlich auch eine ganz klasse, eine Marke halt, die man dann nutzen kann. Gut, dann wäre es das mal soweit von meiner Seite gewesen. Ich hoffe, euch hat das Webinar gefallen, auch vom Ausbildungsinhalt. Sorry dafür, dass ich vielleicht ein bisschen abgedriftet bin in eine andere Software. Aber da lässt sich es eigentlich am besten erklären oder zumindest jetzt mal auch optisch einfach zeigen, wo da die Unterschiede lagen. Und ja, dann freue ich mich auf alle Fälle, wenn ihr wieder so zahlreich einschaltet am 9.11. 15 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle mit meiner Wenigkeit, Heiko Behrendt. Und ich freue mich, dass FX Flat mir da die Möglichkeit gibt, mich da und mein Handel da zu präsentieren und gebe zum Schlusswort nochmal zurück an den Florian. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Ich danke dir, Heiko. Ja, vielen Dank fürs schöne Live-Webinar. Wie der Heiko schon gesagt hat, 9. November, wieder 15 Uhr, ist der nächste Termin. Und Thema hat er ja schon gegeben. Von daher hoffe ich,
dass Sie auch dann wieder so zahlreich am Webinar teilnehmen werden. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Lassen Sie sich gut gehen, bleiben Sie gesund und wie immer passen Sie auf die Positionen auf. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.